Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fatal 5-Way Podcasts. Auch diese Woche geht es wieder um die Ereignisse aus dieser Woche: Raw, SmackDown und NXT. Und wir beginnen natürlich wieder mit Raw. Die Show wurde natürlich wieder mit der Grafik eröffnet von dem verstorbenen Pedro Morales. Und danach kam Triple H in die Halle und hat über das Elimination Chamber Pay-Per-View gesprochen. Und da haben ja bekanntlich Sasha Banks und Bayley Geschichte geschrieben, als sie sich zu den ersten Women's Tag Team Champions gekrönt haben. Und Finn Balor Intercontinental Championship gewonnen hat und Kofi Kingston kurz davor stand, sich WWE Champion zu nennen. Das gab natürlich dann einige Kofi Kingston, also Chain Chance. Dann hat Triple H noch darauf angesprochen, auf die 60-tägige Suspendierung von Becky Lynch, dass dies nicht aufhält, eine Attacke auf Charlotte Flair und Ronda Rousey zu verhindern. Und dann hat er noch eine gute persönliche Sicht, nämlich die Lead Generation X steht kurz davor, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Oder ist angekündigt worden, dass sie in die Hall of Fame aufgenommen werden. Und dann hat zum Abschluss Triple H noch ein besonderes Schmankerl übrig. Nämlich hat er eine enge Verbindung zum NXT-Brand. Er ist ja da der Leiter von NXT. Und er wollte heute den Fans einige Talente vorstellen, die allesamt in Aktion zu sehen sein werden. Dazu zählen Ricochet, Aleister Black, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Und dazu wird von jedem NXT-Aufsteiger ein kleines Vorstellungsvideo eingespielt. Und darüber hinaus hat Triple H noch ein Tables-Match als Opener für die Show zwischen Braun Strowman und Baron Corbin angesetzt. Hat noch irgendjemand zu dem Segment was zu sagen? Bis auf diese unsagbar furchtbare Ankündigung, dass die NXT-Stars alle zu sehen sein werden und man die hierzulande nicht zu sehen gekriegt hat, wenn man nicht das amerikanische Original geguckt hat, eigentlich nicht. Aber ich wollte direkt schon mal darauf vorbereiten. Wer also auf ProSieben Max Raw geguckt hat, dem fehlen einfach 2 komplette Segmente und ich hasse deutsches Fernsehen dafür. Also ich muss sagen, dass mir der Anfang schon relativ gut gefallen hat. Man hat natürlich den Elimination Chamber angesprochen, hat man gut gemacht, finde ich auch, weil, also sagen wir so, dass jetzt die Bayley und Sasha Banks Women's Tag Team Champions, da kann man sich drüber streiten. Ich finde es jetzt nicht so geil, aber ich finde, ist ein stabiles Anfangssegment gewesen, kann man so machen, auch mit D-Generation X. Hat, denke ich, gut reingepasst. Und ja, was mich da aber allerdings gewundert hat, man hat ja D-Generation X angesprochen und ich habe erst gedacht, dass China nicht reinkommt, weil da gab es ja irgendwie Differenzen in der Vergangenheit, weil sie irgendwie nicht zufrieden mit ihrem Lebensstil waren, dass sie jetzt in der Hall of Fame ist, das freut mich schon. Also Manuel scheinbar nichts dazu zu sagen, dann gehen wir mal zum ersten Match des Abends. Dann kommen wir nämlich zu dem Match zwischen Strowman und Corbin. Ja, das hat uns Braun Strowman nach einem Powerslam durch den Tisch nach 13 Minuten 35 gewonnen. Diesmal ohne Eingriff, man hat aber auch gesehen, was beim Pay-Per-View bei Braun Strowman seinem Rücken und Magen, Bauchgegend angerichtet wurde. Der Schaden war da. Aber ich fand es ein gutes Match. Was sagt ihr denn zu diesem Match? Ja, jetzt hört man auch mich zum ersten Mal. Hallo. Direkt erstmal Braun Strowman gegen Baron Corbin. Ich frage mich immer noch, warum es dieses Match gegeben hat. Direkt nach Raw. Direkt bei Raw, das finde ich so ein bisschen komisch. Vor allem, du hast erstmal Baron Corbin gewinnen lassen bei Elimination Chamber. Einen Tag später tust du ihn gegen einen angeschlagenen Braun Strowman verlieren lassen. Und ja, macht für mich wenig Sinn. Aber egal, ich bin eh kein großer Freund von Baron Corbin, also kann mir das egal sein. Das Match war in Ordnung. Wenn du der Powerslam durch den Tisch, ein schöner Spot, kann man machen, war in Ordnung. Okay, ich dachte schon, Luki hätte keinen Bock, aber scheint doch. Dann darf der gleich was dazu sagen. Ja, dieses Match hat tatsächlich im Vorfeld des Podcast zwischen dreien von uns schon für Diskussionen gesorgt, weil ich mit dem Luki und dem Malu da gestern schon drüber diskutiert habe. Und ja, ich kann mich dem Malu tatsächlich nur anschließen. Ich verstehe es einfach nicht, dass zumindest Kenntnisstand jetzt immer noch im Gespräch ist, Corbin einen Push zu geben und dann das. Alles, was sie bis dato getan haben, war, ihn danach aussehen zu lassen, dass er nur noch gewinnen kann, wenn er Hilfe hat. Und dann lässt man ihn gegen einen vermeintlich super geschwächten Braun Strowman verlieren. Das hat für mich überhaupt nichts mehr mit Push zu tun. Ich weiß, dass natürlich die WWE gerne auch schon mal Pläne super schnell umschmeißt. Von daher, wer weiß, was mit dem Push um Baron Corbin ist. Aber deswegen sagte ich Kenntnisstand jetzt. Von daher
ich verstehe es nicht und ich fand auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich das Match nicht wirklich schön anzusehen. Das war Baron Corbin prügelt, glaube ich, gefühlt eine Viertelstunde Roman durch und neben dem Ring entlang und plötzlich ist ein Powerslam da und dann ist das Match rum. Yay. Fand ich ziemlich öde. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich sogar froh bin, dass man hier Baron Corbin verlieren lassen hat. Ich bin ja kein großer Fan von dem Push. Aber ich finde auch nicht, dass es so unlogisch ist. Klar, man hat jetzt Baron Corbin gewinnen lassen, aber halt auch wirklich nur mit der Hilfe von Drew McIntyre und Bobby Lashley. Warum sollte er dann jetzt alleine gegen den Braun Strowman gewinnen, der als Monster dargestellt wird? Macht für mich auch wenig Sinn. An sich, diese ganze Fehde macht für mich einfach keinen Sinn. Deswegen, ich glaube, da fängt es schon an bei der Ansetzung von den Matches. Deswegen, ja. Aber ich fand das Match gar nicht mal so scheiße. Man hat es relativ lang gezogen. Man hatte gute Spots, würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat halt wirklich auch die Stipulation ausgenutzt und hat auch mal ein paar Waffen benutzt, was ich gut fand. Macht man ja eigentlich relativ selten. Also so scheiße, wie ihr das jetzt darstellt, fand ich das Match jetzt nicht, aber für mich jetzt auch nicht sein müsste. Was sich daran natürlich wieder die Frage stellt, warum hat bei diesem Match diesmal keiner eingegriffen? Finde ich gar nicht so unberechtigt, die Frage, weil wenn ein Corbin doch immer so gut vorbereitet ist, wo war seine Unterstützung heute? Also entweder man zieht das komplett durch bis zu einem gewissen Punkt oder man lässt es ganz sein. Aber mal ja, mal nein passt irgendwie absolut nicht. Ja, aber da sind wir wieder bei dem typischen WWE-Spielchen. Was passt da schon immer wirklich genau? Ziemlich wenig, würde ich sagen. Von daher, es ist nun mal so und es macht keinen Sinn, aber was macht bei der WWE Sinn? Das, was danach folgt, aber dazu später. Ja, wenn jetzt keiner mehr was dazu zu sagen hat, gehen wir zum nächsten Segment. Nachdem nämlich Strowman das Match gewonnen hat und dann auf der Rampe war, kam Paul Heyman raus. Der hat Strowman ein gutes Match bescheinigt, worauf ihn Strowman an den Hals gepackt hat. Die Fans haben gefordert, dass er einen Tablespot gegen Heyman bringen soll. Aber Strowman hat lieber von ihm abgelassen, bevor er vielleicht von Heyman noch eine Strafe aufgebrummt bekommen hätte. Nachdem sich Heyman während einer Pause von dem Schock erholt hat, hält er natürlich wieder seine Promo im Ring. Er zeigt sich auch nicht überrascht von den Aktionen Strowmans. Schließlich sei jeder neidisch ja auf seinen Klienten. Dann hat Heyman ein selbst produziertes Video über Lesnar einspielen lassen. In diesem erzählt Heyman davon, dass die diesjährige WrestleMania sich von allen anderen unterscheiden würde. Dieses Mal gäbe es keine Hoffnung für den Helden. Lesnar habe einen Killerinstinkt durch seine Jugend auf einer Farm entwickelt und sich anschließend zum besten College-Ringer im Land aufgeschwungen. Er habe keine Karriere in der WWE angestrebt, aber die Promotion habe ihn angeworben. Innerhalb von 6 Monaten hat er The Rock um die WWE Championship besiegt. Anschließend hat er auch in der UFC Erfolg gefunden und auch da die Championship errungen. Und abschließend hat er auch nach seiner Rückkehr zur WWE noch die Legendary Streak des Undertakers unterbrochen. Angesichts der Erfolge fragt Heyman das Publikum, ob Seth Rollins eine Chance auf Erfolg hat. Danach wurde er dann von Finn Balor unterbrochen, der wiederum nach einer kleinen Werbepause im Ring steht. Balor hat darüber dann gesprochen, dass er seit langer Zeit mal wieder Titelgold um die Hüften trägt und es sich gut anfühlt. Die Intercontinental Championship haben vor ihm Leute wie Razor Ramon, Shawn Michaels und Ric Flair getragen. Deshalb sei für ihn ein Traum wahr geworden. Und dann wurde wiederum Finn Balor von Leo Rush unterbrochen, der ihn ein bisschen abgelenkt hat, dass Bobby Lashley ihn hinterrücks attackieren konnte. Und gemeinsam haben sie dann Bella attackiert. Und dann kam auch schon der erste NXT-Superstar zum Vorschein, nämlich Ricochet. Und dann konnten sie Lashley und Rush in die Flucht jagen, sozusagen. Habt ihr dazu noch was zu sagen? Ja, super Ricochet mal bei Raw zu sehen, auch wenn ich hoffe, dass es ein einmaliges Erlebnis ist, da ich ihn noch sehr gerne bei NXT weitersehen möchte. Werden wir sehen. Ansonsten fand ich das Segment vorher von Paul Heyman über Brock Lesnar und dann dieser Einspielerfilmchen da einfach nur unnötig. Man weiß, was Brock Lesnar alles erreicht hat in seiner Karriere, da muss man nicht auch noch jetzt ein riesen Filmchen drüber machen. Brock Lesnar hier und da und das hat er alles gebracht und so. Das finde ich einfach nur total unnötig. Das danach klingt, als hätte Malu wieder sein Handy durch die Gegend geschmissen. Nee, irgendwie wollte gerade Discord nicht bei mir. Ja, was habe ich als letztes gesagt? Malu und seine Technik. Irgendwie, du willst, dass Ricochet noch bei NXT bleibt? Ja. Und ein Spieler unnötig war von Heyman.
Das war, glaube ich, das Letzte, was die gesagt hat. Ja, das fand ich ziemlich unnötig, weil man weiß ja, was Lesnar alles so erreicht hat. Und ja, das ist dann, muss man dann nicht noch alles so sagen, Brock Lesnar hier, da und überall, was er alles erreicht hat. Sehr unnötig, aber dann Finn Balor-Segment fand ich super. Wird dann unterbrochen von Bobby Lashley und Leo Rush, was ich ziemlich komisch finde, da ja eigentlich Leo Rush von Bobby Lashley auf die Fresse bekommen hat. Deswegen, das fand ich dann ziemlich komisch, aber egal. Im Endeffekt kam dann Ricochet, hat geholfen und daraus ist ja dann auch ein Match entstanden, was ich so super finde. Ja, das Match war okay für Ricochet-Verhältnisse. Leider etwas langsam, fand ich. Aber das könnte auch damit zu tun haben, dass man einfach einen Bobby Lashley geschwindigkeitstechnisch nicht allzu sehr überfordert will. Was ich lustig fand. Ach nee, das war bei SmackDown, da kommen wir gleich zu. Jetzt hätte ich fast was durcheinander geschmissen. Auf jeden Fall, die Spots waren okay, war schön anzusehen. Ich sag ja immer gerne mehr von Bella und auch Ricochet im Ring, egal ob mit oder gegeneinander. Diese Brock Lesnar-Geschichte. Für mich als Zuschauer und als Fan bin ich bei euch, brauchen wir das nicht. Aus WWE-Sicht ist das das Intelligenteste, was sie machen können. Weil die Fans beschweren sich, Lesnar ist nicht in der Show. Was macht man? Man produziert Videos, in denen er drin ist. Fertig, aus. Eine ganz einfach kurze Geschichte. Naja, aber die Fans beschweren sich ja darüber, dass er nicht in den Shows ist. Das ändert sich aber auch nicht daran, wenn man irgendwie Videopackages von ihm macht. Man will ja, dass er in der Show präsent ist, dass er selbst im Ring steht und selbst mal irgendwie was macht. Der kämpft ja nicht mehr bei Raw oder was weiß ich. Man sieht den Titel nie. Deswegen sage ich, als Fan bin ich voll bei euch. Aus WWE-Sicht ist das ein Versuch, den Champion in die Show zu kriegen, obwohl er physisch nicht anwesend ist. Ja, das ist dumm. Ja, das hatten wir ja schon mal mit Lesnar, nachdem er den Titel verteidigt hatte. Da haben wir ja schon gesagt, wer weiß, wann wir ihn das nächste Mal wieder sehen werden. Vielleicht noch kurz zum Match von Ricochet und Finn Balor. Wie Daniel schon gesagt hat, keine schlechte Idee. Gerade mit Ricochet, wenn du die Fans mal irgendwas bieten willst, auch wenn die Fans in dieser Show richtig scheiße waren, war für mich aber ein relatives Match. Kann man gerne öfter bringen, aber ich hoffe nicht zu oft, weil ich will, dass Ricochet bei NXT bleibt. Was ich auch gesagt habe, wo ich das Match angeschaut habe, da habe ich zu Hergi noch gesagt, die zwei, Ricochet und Baylor, die bilden echt ein gutes Paar. Also die könnte man auch in ein Tag-Team stecken. Die werden bestimmt auch Tag-Team-Champions dadurch irgendwann mal. Wenn WWE so an der Meinung festhält, so wie ich den Gedanken gespielt habe, die mal in ein Tag-Team zu stecken. Also da sage ich dann direkt, bitte nicht. Einfach bitte nicht. Sind beide super Singles-Wrestler. Also wenn man wirklich schon Ricochet hochziehen muss jetzt, dann bitte bring Baylor weiter als Singles-Wrestler und bitte Ricochet als Singles-Wrestler. Denn im Tag-Team werden sie wieder beide total verschwendet. Ich glaube nicht, dass sie fest als Tag-Teams geplant sind. Das, was Michi meint, ist, dass man das irgendwann mal zwischendurch mal macht. Und das kann man von mir aus gerne mal machen. Das würde ich nämlich auch gerne mal sehen. Aber so dauerhaft bin ich voll bei dir. Bitte nicht, das wäre so viel verschwendetes Singles-Wrestler-Potenzial, dass das einfach nur dumm wäre. Weil dieser Finish am Ende vom Match von Ricochet, der war auch nice. Seine 630 Centen, die sah schon mal wieder heftig aus. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ging Leo Rush seinen Finisher auch gründlich daneben. Mich wundert gerade, dass Luki nicht mehr dazu sagt. Aber gut, wollen wir dann einfach weitermachen? Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Segment, das man, glaube ich, jetzt in der deutschen Fassung nicht wirklich gesehen haben, diesen Backstage, das Backstage-Segment, wo sich Natalia gerade mit Triple H unterhalten hat. Daniel, verbessere mich, wenn ich da lüge, du hast nachkontrolliert vorhin. Ich glaube, das hat man nicht gesehen. Wenn Das Natalia-Segment, doch, das hat man gesehen. Gut. Das war tatsächlich da. Das war ja diese ominöse Backpfeife von Dean Ambrose an Drew McIntyre hinterher. Naja, ich glaube, viel zu sagen gibt es da nicht. Nö, das war einfach, dass er davon von McIntyre unterbrochen wurde. Richtig, und da brauchen wir auch nicht groß drüber reden. Das war dafür da, um das Match aufzubauen für den Abend. Drew McIntyre gegen Dean Ambrose. Fertig ist die ganze Geschichte. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ja, dann kommen wir jetzt zum Tag Team Match. Und das war die Lucha House Party von Metalik und Vince Dorado gegen Kurt Hawkins und Zack Ryder. Und ich muss ja sagen, Kurt Hawkins, der tut mir echt schon leid. Er hat schon wieder das Match verloren. Wurde auch wieder gepinnt nach einem Rückenrunner nach 3 Minuten 35. Die Frage ist, was ich mir stelle. Was haben die vor mit Hawkins und Ryder? Es ist vielleicht das, was ich schon das letzte Mal gesagt habe, dass sie die jetzt irgendwie aufbauen wollen und dann am Ende noch ins Titelgeschehen mit reinbringen wollen. Ich habe keine Ahnung. Ich
weiß auch nicht, was ich zu diesem Match sagen soll. Die werden die Losing Streak jetzt von Kurt Hawkins noch weiterziehen und Zack Ryder da irgendwie mit reinziehen und dann irgendwann werden sie überraschend einfach gewinnen. Ja, das hoffe ich, dass man einfach die beiden dann irgendwann nochmal was Schönes gewinnen lässt. Denn beide haben es verdient, vor allen Dingen Zack Ryder, aber auch Kurt Hawkins. Sind bei Kurt Hawkins ein solider Wrestler mit schönen Aktionen und Zack Ryder ein doch sehr guter Wrestler. Also sie haben mehr verdient, wie sie dargestellt werden. Aber ansonsten fand ich dieses doch sehr kurze Match ziemlich unterhaltsam. Kurt Hawkins hat zwei, drei Aktionen gezeigt, war super. Also man hat ihn schon mal stärker dastehen lassen wie sonst. Deswegen, ich habe Hoffnung. Ja, das haben wir alle natürlich mit der Hoffnung. Fand's auch gut, dass er einige Spots bringen konnte. Und es waren echt nicht schlecht. Die standen ja auch kurz vor dem Sieg mal. Aber es kann sich nur noch bessern, was die mit dem Team vorhaben. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass sie es bald machen müssen. Sonst sind sie weg. Also zumindest Zack Ryder. Ich wollte sagen, auch wegen Zack Ryder halt. Und der wird sich das dann nicht zweimal überlegen. Aber meiner Meinung nach unterhaltsam ja, aber da mich dieses Match in den beiden Folgen noch ein bisschen länger verfolgt, ist es so mein Anti-Match der Woche. Warum sage ich gleich in SmackDown? Zumal ich auch nicht ganz verstehe, was das soll, dass im Moment eine Lucha House Party so aufgepumpt wird, die landet doch eh wieder im Nirvana. Das ist für mich ein Team, was zum Aufbauen da ist, aber mehr auch nicht. Was tun die sonst groß? Ja, da stellt man natürlich auch die Frage, was sie mit denen vorhaben. Haben sie da vielleicht auch vor den Tag-Team-Geschehen, den Titel, um den Titel mit einzubauen? Wer also weiß, das weiß nur wieder die WWE. Also da muss ich sagen, da stimme ich Daniel mal nicht zu. Ich bin froh darüber, dass die Lucha House Party ein bisschen ernsthaft dargestellt wird. Einfach, weil sie es so verdient haben. Das sind drei absolute Top-Wrestler, die wissen zu unterhalten. Und ich hoffe einfach, dass man mit denen irgendwas vorhat. Denn sonst bin ich wieder einmal enttäuscht von der WWE. Und ich weiß nicht, wie viele Enttäuschungen ich von der WWE noch verkraften kann. Ja, Manu, da bin ich voll und ganz bei dir. Also ich mag die Lucha House Party auch. Also ich bin jetzt nicht wirklich so ein Fan von der Lucha House Party. Ich weiß nicht, mir passt das Gimmick irgendwie nicht. Auch wenn es natürlich so ein New Day Gimmick sein soll, dass man sowas auch bei Raw hat, wie bei SmackDown. Aber mir passt irgendwie nicht. Das sind zwar alles drei gute Wrestler im Ring, aber als Stable oder Tag Team, sagen wir einfach mal Stable, passt mir das nicht einfach so. Weiß nicht warum, aber ist halt so. Ich hoffe eher, dass man jetzt Zack Ryder und Kurt Hawkins irgendwann mal aufbaut, weil sonst gehen die wirklich und darauf habe ich auch wenig Lust. Auch wenn sie wahrscheinlich irgendwo anders mehr Chancen hätten, erfolgreich zu sein, aber bei der WWE wird es mich mehr freuen. Ganz kurz noch, ich muss das vielleicht kurz korrigieren. Es ist nicht so, als wollte ich die Lucha House Party irgendwie als die Clowns der Nation hinstellen. Versteht das nicht falsch. Mir geht's nur darum aus der Sicht der WWE. Sind wir bitte realistisch? Glaubt ihr wirklich, dass die WWE die Lucha House Party so weit plant, als dass man sie in den Titelgeschehen steckt? Das wage ich zu bezweifeln. Und dann kann man sie auch bitte vernünftig wenigstens nutzen, um Leute wie eben Zack Ryder und Kurt Hawkins anständig aufzubauen. Das ist das, was ich eben meinte, nichts anderes. Was noch eine Möglichkeit wäre, dass sie die Lucha House Party bei Raw jetzt irgendwie aufbauen wollen und die dann irgendwie bei 205 Live, weil da treten sie ja auch auf, irgendwie da noch irgendwie was mit denen vorhaben bei 205 Live. Also jetzt bin ich wirklich mal ehrlich, wenn man mit denen nichts vorhat, also wirklich so rein gar nichts, dann schickt sie entweder zu NXT oder entlasst sie. Denn, sorry, das, oh nee. Also wenn man mit denen nichts vorhat, dann bitte entlasst sie oder schickt sie zu NXT, sonst bin ich wieder so enttäuscht, dass ich keinen Bock mehr auf WWE habe. Diese Leute so zu verheizen, ist dann eine absolute Frechheit. So, ich denke schon, dass sie irgendwie was vorhaben mit denen. Die Frage ist halt bloß wo, ob bei Raw oder bei 205 Live. So, und bevor Malu gleich tatsächlich eine komplette Flasche Doppelherz braucht, um sich wieder zu beruhigen, lasst uns das bitte hinter uns bringen. So, dann kommen wir jetzt zu einem Segment, das nicht ausgestrahlt wurde im deutschen Fernsehen auf ProSieben Max. ProSieben, ich hasse dich. Ja, genau, Daniel. Vor allem, du magst ja diesen Dosenöffner. Dosovic. Und zwar wurden Heavy Machinery auf der Rampe von Kali Caruso interviewt, wo Tucker Knight meinte, sie seien einfach Malocha und liebten rotes Fleisch. Darüber hinaus haben sie beide als Brüder bezeichnet. Und dann wurden sie jedoch während dem Interview von Lacey Evans unterbrochen, die mal wieder rausgekommen ist, stolz und so stolz
auf der Rampe hin und hochgelaufen, also runter und wieder hochgelaufen ist. Und diese Bewegung, ich habe das Video gerade vor kurzem euch angeguckt, diese Bewegung von Otis Dosovic seinem Kopf, das hat er nicht ernsthaft gemacht. Das war schon irgendwie amüsant. Das Ganze, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll, nachdem wir mit Lacey Evans, ach, keine Ahnung. Das ganze Segment fand ich amüsant. Vor allem, wie Otis immer redet. Ja, weil eigentlich sehr unterhaltsam schon, was Heavy Machinery da so gesagt haben. Und dann kam Lacey Evans, hat die beiden so angeguckt, hat dann ihren Catwalk-Lauf da gemacht, wie schon bei Elimination Chamber, ist dann zurückgekommen, hat sich dann hinter denen irgendwie so hingestellt und dann machen die es nach und laufen da auch einmal die Rampe hoch und wieder runter. Ja. War schon lustig irgendwie, dass die das auch gemacht haben. Ich fand's lustig, auch wenn ich dann nachher bei SmackDown noch was dazu sagen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Heavy Machinery die als Comedy Tag Team aufgebaut wird und das finde ich irgendwie schade. Weil die haben so viel mehr im Petto, als nur Comedy Tag Team zu sein und irgendwann vielleicht zu jobben. Das ist so meine größte Angst. Stimme ich dir vollkommen zu. Was man vielleicht noch kurz sagen kann dazu. Grundsätzlich ist alles gesagt, aber ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Dieser Catwalk von den beiden erinnert mich hart an den Einzug von den Bushwackers. Ist euch das aufgefallen? Alleine wie Otis da so durch die Gegend stiefelt, das sieht original aus wie bei den Bushwackers. Ja, da gebe ich dir recht. Das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert. Also es hatte mich an etwas erinnert. Aber ich habe im ersten Moment so gedacht, oh Mann, an was erinnert mich das? Ich wusste es gar nicht so. Und jetzt, wo du gesagt hast, Bushwackers, da ist es mir wieder eingefallen. Natürlich, irgendwie sah das schon so aus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment, das auch bei ProSiebenMax, ja Daniel, wir hassen ProSiebenMax, auch nicht gezeigt wurde. Und zwar ein Backstage-Segment, wo sich Ciampa und Gargano besprochen haben und die sich darüber einig waren, dass sie heute den NXT-Brand vertreten. Dann wurden sie noch schön von Bobby Roode und Chad Gable begrüßt. Bobby Roode hat ihnen noch gratuliert zum Aufstieg ins Main-Roster, zeigt sich aber verwundert darüber, dass sie sofort ein Match gegen die Revival erhalten. Gargano erwidert, dass sie seit 2 Jahren das Geschehen bei NXT bestimmt hätten und jetzt auch im Main-Roster übernehmen würden. Auch The Revival hat sich nun dazu gesellt und spottet über DIY. Dann hat sich noch Gargano an das gemeinsame Match bei NXT TakeOver Toronto zwischen den beiden erinnert, in dem 2 out of 3 Falls Match, wo es um den Tag-Team-Titel ging und auch DIY da den Titel gewinnen konnte. Und Ciampa hat dann versprochen, dass sie auch heute auf ihre Kosten einen guten ersten Eindruck machen würden und haben Scott Dawson und der Schweider viel Glück gewünscht. Und die beiden Revival-Partner haben erwidert, dass sie kein Glück benötigen. Und danach kam das Match. Aber ich glaube, darüber kann dann Malu und Luki mehr darüber erzählen, die englische Verfassung gesehen haben. Ganz kurz. Wäre es nur das Segment gewesen, wäre ich fast noch versöhnlich. Aber dass man uns hier in Deutschland sogar das komplette Match wegnimmt, ist einfach eine bodenlose Frechheit. Ich habe mir gestern dumme Sprüche anhören müssen von Luki und Malu. Das könnte doch alles gar nicht sein. Daraufhin habe ich heute Morgen der Internetseite von ProSiebenMax alles nochmal durchgeskippt. Dieses Match ist nicht da und ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief dafür. Ja, ich stimme dir auch vollkommen zu. Ich schaue mir immer Raw und SmackDown auf Englisch an. Und dieses Match, dass man sowas rausgibt in der deutschen Fassung, ist eine bodenlose Frechheit. Stimme ich dir vollkommen zu. Denn dieses Match ging zwar nur 11 Minuten, aber es war das mit Abstand beste Match des Abends. Es war super. Es hat mich an die NXT-Zeit von den Vieren erinnert. Diese ultimative Chemie, die miteinander im Ring haben, ist super. Und am Ende gewinnen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa als DIY, natürlich ihr alter Name als Tag-Team, nach dem Pin an Scott Dawson, nach dem Running Superkick und der Knee-Combination, ist ja ihr Finisher. Also super, auch mal wieder zu sehen, die beiden als Tag-Team. Ich finde es super. Ja, ich fand das Match auch ziemlich super. Ich bin auch echt froh, dass man das Match so aufgebaut hat. Mich hat eine Sache allerdings an dem Match gestellt, und zwar die Crowd. Die Crowd war den ganzen Abend schon komplett scheiße drauf. Und gerade bei den Superstars verdienen das einfach nicht. Eine perfekte Crowd noch dazu und das Match wäre 100% perfekt gewesen. Zu den Matches an sich, man hatte wieder schöne Spots. Man hat, finde ich, Revival auch nicht so schlecht darstellen lassen, auch wenn sie jetzt gegen DIY verloren haben.
Und an sich bin ich einfach echt happy, dass man bei Main Roster mal so ein gutes Match aufziehen konnte. Hat man lange nicht mehr gesehen. Was man natürlich auch sagen muss, war ja eigentlich klar, dass die NXT-Aufsteiger bzw. NXT-Superstars alle ihre Matches gewinnen dürfen. Gut, ich würde mal sagen, dann können wir ja schon weitergehen. Daniel kann ja nicht viel dazu sagen. Wie gesagt, es kam ja nicht in deutscher Fassung zum Vorschein. Dann das nächste kam auch nicht in der deutschen Fassung. Das Interview von Finn Balor und Ricochet. Da wollte dann Cardi Caruso zuerst Finn Balor sprechen. Der Ire hat jedoch erwidert, dass es heute um Ricochet und nicht um ihn gehe. Konsequenterweise räumte anschließend auch das Feld für Ricochet. Dieser meinte, dass für ihn ein Traum wahr geworden sei und dies mit Sicherheit nicht sein letzter Auftritt gewesen sei. Ja, habt ihr da dazu noch was zu sagen? Luki, Manu? Nee, man hat da nochmal Ricochet so interviewt. Ist okay, aber sonst habe ich dazu nichts zu sagen. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten. Das wieder. Halt. Ich habe tatsächlich eine Sache dazu zu sagen, auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Das ist ein weiteres Segment, was hier in Deutschland nicht zu sehen war. Und ich wage es mich kaum zu sagen, aber ich bin immer schon erzogen worden, ehrlich zu sein. Und das bin ich auch in diesem Fall, auf die Gefahr hin, dass ich irgendwann, wenn es an falscher Stelle zu hören ist, dafür auf die Fresse kriege. Aber bei solchen Aktionen muss ich weder das amerikanische Fernsehen, noch die WWE, noch das deutsche Fernsehen darüber wundern, wenn Wrestling-Fans sowas illegal gucken. Ganz ehrlich. Ja, da stimme ich dir zu, Daniel. Vielleicht lernen sie irgendwann draus. Ja, und dann wurde ein weiteres von Kevin Owens aufgenommenes Video eingespielt, wo er sich diesmal im Kino befindet. In diesem hat er natürlich wiederholt auf sein Comeback gesprochen, das in einigen Wochen anstehen würde. Aber es gibt aktuell nichts Neues, denn er befindet sich immer noch auf der Reha und verbringt viel Zeit mit der Familie. Ja, da muss ich mich jetzt aber mal kurz auskotzen. Man hat in dem Video gesehen, dass Kevin Owens wiederholt ein kleines Missgeschick passiert ist und in dem ihm jetzt sein Handy runtergeflogen ist fast. Ich habe langsam echt das Gefühl, dass man ihn echt als den Tollpatsch darstellen möchte. Und wenn das so passiert, dann boykottiere ich WWE und dann boykottiere ich diesen Podcast und dann drehe ich richtig durch. Das kann ich auf alle schwören. Wenn die den so scheiße hinstellen, dann nein. Ich stimme dir zu. Ich wollte gerade etwas Ähnliches sagen. Man hat ihn wieder als, ja, wieder so dargestellt, dass er wieder irgendwas falsch gemacht hat oder so. Also, dass ihm wieder irgendwas unterlaufen ist da. Und dann ist er die ganze Zeit wieder da drin am Essen und so. Und warum kann man ihn nicht einfach ernsthaft darstellen lassen? Er ist irgendwie zu Hause bei seiner Familie oder am Trainieren oder so und sagt, ja, ich bin hart am Trainieren für mein Comeback. Es wird in ein paar Wochen soweit sein. Bis dahin muss ich mich noch gedulden, müsst ihr euch noch gedulden. Aber nein, man macht so eine Scheiße. Ich habe die gleiche Ahnung wie du dafür und ich habe einfach keine Lust drauf. Das wäre im Groben und Ganzen auch das, was ich dazu gesagt habe, weil das ist auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Und ich bete einfach, dass das nicht passiert. Ich meine, wenn sie es machen müssen, aus ihrer Sicht, nicht aus der Fansicht, dann sollen sie es eine Woche probieren, von mir aus eine zweite. Aber dann bitte ganz schnell merken, dass es scheiße ist und ganz schnell wieder streichen. Denn wir müssen noch eins aufsetzen, was bis dato von euch keiner, zumindest in der Form, erwähnt hat. Wir waren eben schon bei Details, die mir aufgefallen sind. Du, Malu, hast erzählt, dass er in dem Video die ganze Zeit am Essen ist. Das in Verbindung mit dem, was er gesagt hat, ist schon fast eine Frechheit. Weil er erzählt, dass er wieder Lust hat auf Wrestling, dass er, Achtung, Wortspiel, hungrig ist. Und das Erste, was er darauf tut, ist, in den Popcorn-Eimer zu greifen. Also, ja, ne? Ich weiß auch noch nicht so ganz, was das soll. Es ist gruselig. Ja, aber das Problem ist einfach, das ist jetzt die zweite Woche hintereinander so gruselig, was von Kevin Owens kommt. Also, langsam gehe ich lieber ins Kino und gucke mir einen Horrorfilm an, als das. Da habe ich weniger Angst als davor. Also, wenn das passiert, und ich habe ja wenigstens noch einen kleinen Funken Hoffnung an Vince, weil der macht auch nicht nur schlechte Dinge, aber wenn das passiert, dann gebe ich Vince zu 1000% auf, weil das wäre Bullshit. Und ich habe schon so oft gesagt, dass ich Raw nicht mehr schauen werde, denn ich weiß, ich werde es eh nicht können. Aber wenn das passiert, dann setze ich meinen Arsch hin und schaue kein Stück Raw mehr. Und das willst du schaffen? Wir werden sehen.
Ich glaube sogar, dass er es schaffen wird. Aber er wird nicht komplett ohne WWE auskommen müssen. Er kann ja immer noch NXT gucken, was natürlich immer super ist. Und NXT UK gucken, was auch nicht schlecht ist. Aber vor allen Dingen, wenn er dann noch einen Kevin Owens sehen will, der was kann, dann muss er einfach mit uns WWE 2K19 spielen und kann dann mit Kevin Owens spielen und dann gewinnt er wenigstens mal. Ja, aber noch zwei Sachen. Wie gesagt, wenn sie dieses Gimmick ausprobieren wollen, dann sollen sie das von mir aus 2 Wochen tun. Ja, aber dann werden sie merken, dass die Fans da keinen Bock drauf haben. Und wenn sie es dann gerafft kriegen, das wieder zu drehen, dann kann ich noch damit leben. Sie sollen eine Chance kriegen. Vielleicht haben sie sich ja ausnahmsweise mal wirklich was überlegt. Aber neben dem ganzen Unsinn hier mit Kevin Owens muss man auch mal was Positives über seine Abwesenheit tatsächlich sagen. Und jetzt sehe ich quasi gefühlt, wie Lukis Augen größer werden, weil ich Kevin Owens Abwesenheit und positiv in einem Satz benutzt habe. Aber ich habe gestern gehört in einem anderen Video, dass er wohl nebst seiner eigenen Trainingseinheiten auch sehr aktiv im Performance Center eingesetzt wird, um anderen zu helfen, gerade was Promo-Arbeit angeht. Also der Mann ist nicht arbeitslos und von daher, das finde ich dann schon wieder gut. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die das mit den Videosequenzen jetzt noch ein paar Wochen ziehen und der dann vielleicht kurz vor WrestleMania oder bei WrestleMania sein Comeback geben wird. Ja gut, dann kommen wir mal zum nächsten Segment. Was mir gerade noch ganz kurz einfällt, das könnte aber tatsächlich da ein bisschen auch zusammenpassen mit dem, was wir, ich glaube, letzte Woche war es, schon diskutiert haben, dass man ihn möglicherweise gegen Daniel Bryan setzt. Weil wenn sie das so durchsetzen, was wir gerade befürchten für Kevin Owens, passt das genau ins Feindbild von Daniel Bryan. Aber jetzt mache ich mal einen auf Luki. Solange er dann nicht den Titel gewinnt von Daniel Bryan, kann man es bitte lassen. Ja, wer weiß, vielleicht wird er dann ja gewinnen. Schließlich haben die zwei ja auch noch irgendwie eine Rechnung miteinander. Vielleicht spielt er dann auch noch mal Shane dann eine wichtige Rolle. Schließlich wurden sie ja rausgeschmissen. Und was mir abseits der ganzen Geschichte noch einfällt, gerade Luki sagt, er will kein Raw mehr gucken. Was machst du nur, wenn er bei SmackDown eingesetzt wird? Ich schaue kein SmackDown mehr. Okay, wir halten uns, glaube ich, zu lange auf. Weiter im Text. Ja, dann kamen Sasha Banks und Bayley in die Halle, die über ihren historischen Sieg sprechen. Und Banks streicht noch raus, wie sehr sie doch stolz über den Erfolg sind. Und dann haben sie noch angekündigt, dass sie den Titel, egal ob bei Raw, SmackDown oder NXT, verteidigen werden. Sie gehen überall hin. Bayley meinte dann, dass es kein stärkeres Brand als die Bassenhack Connection geben würde. Dann wurden sie aber von Nia Jax und Tamina unterbrochen. Nia Jax hat Sasha vorgeworfen, dass sich diese nur um sich selbst kümmern würde. Außerdem wisse jeder, dass Banks ihr Titel gleich bei der ersten Titelverteidigung verliere. Ah ja, was für ein Deutsch. Dann hat noch Tamina angefügt, dass die Glücksträhne von Banks und Bayley abgelaufen seien. Und dann sind die Heels auf die Champions losgegangen, die aber die Attacke abwehren konnten. Nach dem Segment wurde noch ein Video zur Hall of Fame-Einführung der D-Generation X eingespielt. Ja, das war ja schon zu dem Segment, dass sie die Titel überall verteidigen. Das war ja schon länger mal im Gespräch. Dann wurde es wieder gesagt, nur noch Raw und SmackDown. Und jetzt haben sie sich doch wieder mit NXT scheinbar geeinigt, dass sie überall den Titel verteidigen. Ja, ich finde es gut, dass sie die irgendwie überall verteidigen. So hat jedes Tag-Team auch die Möglichkeit, den Titel mal zu gewinnen. Promo-Segment, yay, Einzug von Nia Jax und Tamina, bang. Weil dadurch, dass daraus kein Match entstanden ist, fand ich das so unnötig. Hätten sie das als wirklich durchgezogen und die hätten sich dann Tag-Team-mäßig noch auseinandergesetzt, hätte ich über dieses Segment wenig mich zu beschweren, weil ich das Match nicht kenne. Aber so? Was soll denn der Auftritt? Wir haben wieder eine dicke Fresse. Und wenn dann die Herausforderung kommt, ziehen wir wieder den nicht vorhandenen Schwanz ein und das war's dann. Vielleicht kommt es ja im Laufe der Woche mal so ein Match zwischen den beiden. Ja, aber das zwischen den vier, nicht zwischen den zwei. Ja, aber das ist trotzdem jetzt für mich verschwendete Sendezeit. Aber man schneidet geile Matches raus. Da könnte ich einen Anfall kriegen. Ja, also ich glaube, mehr gibt's dazu auch jetzt nicht zu sagen. Sonst kriegen wir echt noch einen Anfall mit den ganzen unnötigen Segmenten, wo es da gab. Ja, man hätte gerne die Matches gesehen, die nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden. Ja, und dann kommen wir zu dem Match, das ich backstage schon angekündigt hatte. Zwischen Drew McIntyre und Dean
Ambrose. Ja, relativ kurzes Match mit einer Minute 56, wo Drew McIntyre nach zwei Claymore-Kicks schließlich gewinnen konnte. Also ich denke mal, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Unnötiges Match. Warum? Ich verstehe es nicht. Man hat einen Dean Ambrose und man hat einen Drew McIntyre und man setzt ihn in einem 2-Minuten-Match rein und das war's. Wow. Wieder typisch WWE. Ich bin voll bei dir, aber ich kann dir sagen, warum. Denn ja, man hat Drew McIntyre und ja, man hat Dean Ambrose. Aber, und jetzt kommt wieder der Vince-Faktor ins Spiel, man hat Dean Ambrose, der Vince schon in den Arsch getreten hat, jetzt zum zweiten Mal und ihm gesagt hat, er kann sich seine Verträge sonst wohin schieben. Und das ist die Abstrafung dafür. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die hätten daraus aber so ein schönes Match machen können. Und dann Dean Ambrose in weniger als 2 Minuten abzufertigen, das erinnert schon ein bisschen an das Frauenmatch beim Chamber. Also echt ein Bullshit, was sie da veranstaltet haben. Ja, wie gesagt, in meinen Augen im besten Fall pure Abstrafung für Dean Ambrose, weil er die Company verlässt. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein, weil Sinn hatte das nicht. Wenn er sie verlässt, das ist ja immer noch ein Fragezeichen. Vielleicht nachdem er jetzt kommt ja noch der Umschwung, dass er bleibt. Nachdem man ihm jetzt ein zweites Angebot gemacht hat, das er auch abgelehnt hat, kann man eigentlich davon ausgehen. Naja, du kennst Vince. Der tut alles dafür, auch wenn er mit dem Geld nach oben geht. Aber das ist ja der Punkt. Ambrose will ja gar kein Geld. Ambrose ja, der will kreative Freiheit. Eben. Ja, wenn vielleicht ist das noch so lange hin und her geht, glaube ich, wird es kreative Freiheit geben für den. Vielleicht ist das auch einfach eine Storyline. Du weißt ganz genau, was auch rumgeht für Gerüchte. Oh, ja. Wäre es ja gut, aber ne, müssen wir halt hier auch abwarten. Und wenn das, ich kann es mir halt gerade nicht anders erklären, weil warum nimmt man zwei so geile Wrestler und lässt die Geschichte nach einer Minute 40 zu Ende sein. Das ist... Ja, ist jetzt wieder diese Sache, was man macht, was man nicht macht. Und was ist oder was nicht ist. Mit den, was du gesagt hast, mit den ganzen Gerüchten jetzt über Dean Ambrose. Das Letzte, was ich da gehört habe, ist halt, dass es so ein Mix aus beidem ist, dass sein Vertrag ausläuft und man da jetzt die Story draus macht, dass er geht. Und wenn das alles nicht genug Aufmerksamkeit zieht, dann geht er wirklich. Aber wenn es Aufmerksamkeit zieht, dann bleibt er. Das kann ich mir gut vorstellen, aber wir werden sehen. Und die hätten auch dieses Match irgendwie streichen können und dafür ein anderes Match bringen können. Aber das Match hatte ja schon ein bisschen Sinn, weil sie ja im Backstage-Bereich hatte ja eine Klatsche eingefahren sozusagen. Dann mussten sie ja dieses Match irgendwie in die Sendung bringen. Aber naja, gut. Das ist halt heute unser Standardproblem. Dieses, du hast Segmente da drin, die du nicht gebraucht hättest und auf der anderen Seite wirst du als europäischer Zuschauer abgestraft und die zwei geilsten Segmente werden rausgestrichen. Das wird uns in dem heutigen Podcast, glaube ich, einfach verfolgen. Weil ich überlege mir jetzt hatten wir dieses Unsinns-Teilsegment bei den Frauen. Jetzt hatten wir dieses völlig unnötige Match. Die Kevin Owens-Einblendung hätte man sich auch sparen können. Wenn du die komplette Zeit genommen hättest, hättest du locker eins von den beiden gestrichenen Matches, weil da kommt ja gleich noch eins drin lassen können. Das ist wohl wahr. Ja, und dann gab es wieder den zweiten Teil von Heymans Video über Brock Lesnar, worüber man ja nicht wirklich viel sagen muss. Aber in dem hat er rekapituliert die Zerstörungen von John Cena, Randy Orton, AJ Styles, Daniel Bryan, Goldberg, Dean Ambrose, Samoa Joe, Braun Strowman, Roman Reigns und Seth Rollins durch die Hände Lesners, was mit den entsprechenden Bildern untermalt wird. Heyman hat zwar den Kampfgeist von Rollins erkannt, aber letztendlich werde Lesnar ihn niederstrecken. Und das war natürlich mal wieder keine Vermutung, sondern wie er es immer sagen würde, ein Spoiler. Also das Ende der Geschichte eines Mannes namens Seth Rollins. Ganz kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer. Gesundheit an Michis Mama. Ja, ich will jetzt auch nicht viel drüber sagen. Einfach nur, können wir nicht einfach zum nächsten Punkt gehen? Wir haben vorhin schon gesagt, dass es unnötig ist. Ja, dann kommen wir backstage zu dem Segment, wo Carly Caruso Seth Rollins über genau dieses Video befragt hat. Rollins meinte, dass er Heyman niemals als Lügner bezeichnen würde. Alles, was er über Lesnar erzählt hat, entsprechend der Wahrheit. Aber er scheint sich über sein Schicksal bei WrestleMania bewusst. Genau dasselbe sollte aber auch Lesnar jedoch tun, denn seine Terrorregentschaft wird ein Ende finden. Egal, ob er bei WrestleMania die Halle aus eigener Kraft oder auf anderer Trage besuchen wird. Er werde sie auf jeden Fall mit dem Universal Championship verlassen. Und dann tauchte plötzlich Dean Ambrose hinter ihm auf und fragte Rollins, wo dieser denn während sein Match gesteckt hat.
und Rollins fragt ihn daraufhin, ob er den Verstand verloren hat, worauf Ambrose nur eine Grimasse zieht und wieder verschwindet. Ja, was hat das zu bedeuten? Wieder vielleicht eine Shield-Reunion? Ach, keine Ahnung. Ich finde, ein drittes Mal den Shield aufziehen sollten sie nicht tun. Zumal, was hat dann der Hilton für einen Sinn gemacht? Bestes Backstage-Segment der Woche. Absolut. Nach dem Auftritt von Dean Ambrose war dieses Segment einfach legendär. Ohne Scheiß. Er fragt ihn allen Ernstes, wo er denn er fragt Seth Rollins allen Ernstes, wo er denn in seinem Match gesteckt hat. Und auf die Frage hin, ob der wiederum seinen Verstand verloren hat, kommt einfach nur, und geht. Mega geil. Ich meine, das ist natürlich gerade mit Dean Ambrose ein Weg, um alles wieder gerade zu rücken, weil, dass der nicht alle Latten am Zaun hat, ist kein Geheimnis. Und man könnte das Ganze als Hirnschaden verkaufen oder was weiß ich. Oder er hat einen zu viel auf die Omme gekriegt. Wäre gut, ich habe nur schlimmste Befürchtungen, um mal einen kleinen Spoiler für nächste Woche aufzugreifen. Ja, wir kriegen ja hohen Besuch. Und ich habe die Befürchtung, dass nicht nur der hohe Besuch bei WrestleMania in der Ringecke stehen wird, sondern die beiden. Und dann kriege ich, glaube ich, einen Kotzfall. Also, ich sag mal so, vielleicht war das Ganze von den Ambrose ja auch nur irgendwie, dass er die Claymores gesellt hat und dadurch irgendwie seinen Verstand verloren hat. Würde den Claymore stark darstellen lassen, glaube ich allerdings nicht, weil ich glaube, so weit kann Miz nicht denken. Ich hoffe auch nicht, dass er jetzt die Shield-Reunion draus gemacht wird, gerade wegen Reigns, der nächste Woche ja wiederkommt. Aber, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das Segment an sich war ziemlich gut, war auch ziemlich lustig, aber mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Also, Daniel hat bestimmt wieder Gänsehaut im Moment. Kommen bei diesem Segment, kann ich mir vorstellen? Nein, es war inhaltlich einfach nicht ernst genug, es war einfach nur so lustig. Ja, es war echt eine gute Szene. Gänsehautmomente kriege ich immer nur bei Promos, die inhaltlich auch wirklich was zu bieten haben. Zum Beispiel Undisputed Era, ne? Also, ja, genau. Oder War Raiders. Da kriegt man ja schon bei dem Entrance Gänsehaut. Siehst du, ich muss gleich immer noch nach dem verdammten Titantron gucken, ob es den inzwischen gibt. Also ich glaube, in WWE in den Community-Inhalten gibt es nicht. Habe ich schon mal geguckt. Egal, weiter im Text. Anderes Thema. Ja, und dann kommen wir natürlich wieder zu einem Segment, das nicht ausgestrahlt wurde. Elias hat sich im Ring befunden und hat sich selbst als charismatischen, wichtigsten und vor allem hygienischsten Superstar seit langer Zeit die Müllhalde passiert. Er sei ein musikalisches Genie und die Leute könnten sich glücklich schätzen, sich am selben Ort wie er aufzuhalten. Er könne verstehen, dass die Leute wegen der NXT-Aufsteiger ganz aufgeregt seien, aber diese würden nichts ändern. Nun wird er einen eigens für ihn selbst komponierten Song anstimmen, wurde dann aber von Aleister Black unterbrochen. Black verkündet, dass er Elias bei der Suche nach Stille und Tiefschlag behilflich sein wolle. Hier Weinanfall von Daniel einfügen. Genau, dann kam nämlich das darauffolgende Match Aleister Black gegen Elias, das Aleister Black durch den Black Mass gewonnen hat nach gut 8 Minuten. Aber dazu können auch wieder Malu und Luki mehr sagen. Die haben natürlich die englische Fassung geguckt, da war das Match da drin. Ja, ich muss zugeben, ja, ich feiere, dass Aleister Black auch im Main Roster zu sehen ist. Da ich einfach hoffe und auch vermute, dass aus ihm sehr viel werden kann. Aber ansonsten fand ich dieses Match nicht besonders. Er hat ziemlich viel auf die Fresse bekommen, hat am Ende einen Black Mass gezeigt und das war's. Ja, war in Ordnung, aber ansonsten, warum nicht? Also mehr als Malu kann ich da auch nicht sagen. Gut, dann war's das ja schon. Dann, wie gesagt, Daniel, ich könnte dazu nicht viel sagen. Hätten uns das nur im Nachhinein auf YouTube angucken können, aber da ist ja auch nicht immer das ganze Match zu sehen. Dann kommen wir jetzt zum Main Event des Abends von Raw, wo Ronda Rousey ihre Women's Championship gegen Ruby Riott aufs Spiel gesetzt hat. Dieses Mal, um es mal schön zu reden, wurde sie nicht weggesquasht, die gute Ruby Riott, sondern es wurde ein gutes Match draus gemacht mit 11 Minuten 32, wo Ronda Rousey schließlich gewonnen hat durch ihre Armbar. Ja. Juhu! Ruby Riott wurde mal nicht weggesquasht. Man hat sie sogar ernsthaft dargestellt. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, erstens, warum gab es dieses Match überhaupt bei War? Zweitens, warum lässt du sie bei Elimination Chamber wegsquashen?
Und bei War lässt du sie, Ronda Rousey, fast besiegen. Da sind wir doch wieder bei dem Thema, dass sie jetzt wieder Ronda Rousey so darstellen, dass man sie auch besiegen kann. So wie ich ja gehört habe, hat sie aus zwei Wild Kicks ausgekickt. Ja, sie ist aus zwei Wild Kicks ausgekickt. Das finde ich auch ein bisschen schade, denn bisher konnte man diesen Finishing Move eigentlich ernst nehmen, weil da kaum jemand ausgekickt ist. Jetzt kannst du diesen Finishing Move wieder in die Tonne klatschen. Naja. Ich könnte mich wieder auskotzen darüber, aber warum sollte ich es tun? Ruby Riott steht jetzt wenigstens wieder etwas stärker da, also alles gut, sonst flippe ich hier gleich eh noch komplett aus, lass mal's. Also Malu zu den Wildkicks noch zu sagen. Malu hat wieder verzeiht. Zu den Wildkicks zu sagen noch, ich finde, dass der Finisher jetzt nicht kaputt ist, weil man hat auch einen Brock Lesnar, der aus 5 Spears von Roman Reigns rauskommt. Ich glaube, das liegt einfach an der Person und jeder andere wird immer noch nach einem Wildkick liegen bleiben. Also so denke ich mal. Gut. Und dann genauso mit dem F5, da geben ja auch schon welche, wo 2-3 Mal aus dem F5 rauskommen. Schafft aber auch, glaube ich, nur an Roman Reigns. Gut, dann will ich wieder zum guten Abschluss Malus Spielverderber sein, weil inwiefern hat man Ruby da tatsächlich gut dastehen lassen. Ja, es war ein ansehnliches Match, aber es war ein Ersatzmatch. Eigentlich war geplant, dass Alexa Bliss da steht. Ja? Also hat man mal eben einfach nur schnell ausgetauscht, weil angeblich Rousey selber gesagt hat, dass sie vermutlich ein besseres Match mit ihr hinkriegt und mehr ist es nicht. So. Daniel, bitte hör einfach auf. Bring mich nicht los, so weißt gut. Aber du hast sie stark dargestellt. Es war ein starkes Match. Du hast sie fast gewinnen lassen. Ob sie jetzt geplant war in dem Match oder nicht, ist scheißegal. Du hast endlich mal das mit ihr gemacht, was ich schon so lange hoffe. Also. Du hast sie verlieren lassen. Ja, aber trotzdem. Also dann, ich glaube, gegen Manu kommst du dann nicht weit. Nein, alles gut. Der bleibt auf seiner Ruby fest. Nein, ich. Ist ja auch richtig. Es war ja auch wirklich schön anzusehen. Zumindest das Match. Aber das habe ich auch heute Morgen schon getan, beziehungsweise eigentlich heute Nacht. Ich habe mich mal wieder über Rondas Attire aufgeregt. Ich weiß nicht, warum? Du gibst ihr bei Elimination Chamber ein Attire, was unheimlich gut aussieht, was mich übrigens sehr stark an die Kleidung von Sonja aus Mortal Kombat erinnert hat. Wer von euch Mortal Kombat gespielt hat, weiß, was ich meine. Und dann, einen Tag später, rennt sie in Klamotten rum. Ich glaube, meine Frau würde, wie gesagt, damit gerade mal ins Bett gehen. Also eine kurze Hose, die aussieht wie geklaut von einem Schlafanzug. Dann ein Oberteil, das könnte als verwaschener BH durchgehen. Dann hat man zwischendurch vergessen, irgendwo den Namen drauf zu schreiben. Also verpasst man ihr noch ein Rückenteil, was sie zusätzlich zu dem Oberteil auch noch über die Arme streifen muss. Nur damit hinten irgendwo Ronda Rousey draufsteht. Was zur Hölle ist da passiert? Ich meine, ihr habt die Seite alle auf. Guckt's euch an. Jetzt bring mich bitte nicht aus dem Leben mehr raus. Ich sterbe gleich vor Lachen. Wieso? Ich meine, guckt ihr das fucking Video an, Mann. Ja, aber nein. Ja, ich verstehe ja, das Detail sah schrecklich aus, aber ich sterbe gleich vor Lachen einfach. Ja gut, und dann mit den triumphierenden Bildern einer Championess gegen die Show off. Wenn dazu jetzt keiner mehr was zu sagen hat, können wir zu SmackDown gehen. Doch, noch einen ernsten Satz zu dem Frauenmatch, der hat auch nichts mit dem Entire zu tun, ganz bestimmt nicht, Malu, also kannst wieder Luft holen. Ich bete nur, dass sie dann jetzt auch bitte was Anständiges mit Ruby machen. Nicht so ein Unfall wie bei Elimination Chamber, sondern dass sie, was sie jetzt aufgebaut haben, auch ordentlich weiterführen, weil alles andere wäre total unsinnig. Da gebe ich dir recht. Dann kommen wir jetzt zu SmackDown, wo auch die Show mit einem Rückblick auf das Chamber, auf das WWE Championship Match gezeigt wurde, wo vor allem die herausragende Leistung von einem Kofi Kingston hervorgehoben wurde. Anschließend gaben die Kommentatoren ein 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen den Teilnehmern des Chamber-Matches bekannt. Für den Abend, ich glaube, das war der Main-Event. Und dann kam Shane McMahon raus, der über die gestrigen Leistungen von den NXT-Superstars bei Raw beeindruckt war. Aus diesem Grund hat er sie auch zu sich in SmackDown eingeladen. Und auch da haben sie alle Auftritte bekommen. Ein Lob auf ProSiebenMax,
Man hatte an der deutschen Fassung alles gesehen. Das muss man ja auch mal sagen, ne Daniel? Was sie bei Raw einen Minuspunkt haben, haben sie bei SmackDown wieder gut gemacht. Haben sie nicht. Sie haben einfach nur nichts rausgeschnitten, weil du bei SmackDown die Originallänge kriegst. Ja, stimmt, nur mit ein bisschen mehr Werbung. Ja, und dann wurde er von Miss unterbrochen, der den Verlust ihrer Tag Team Championship thematisiert, wo er dann zugibt, dass er Shane McMahon teilweise benutzt hat, da diese sich aufgrund seines eigenen Vaters in die Lage von Miss versetzen konnte. Und dafür hat sich dann Miss bei Shane entschuldigt, dass er ihn beim Chamber hängen gelassen hat. Miss gibt zwar zu bedenken, dass es keine automatischen Rückmatches mehr gibt, jedoch könne am ehesten ein McMahon ein solches Match festmachen. Ein Lob, dass ein Shane McMahon zur Autorität gehört und wie gut das ein Miss mit dem im Tag Team ist, da geht das alles. Das hat dann natürlich die Ufos auf den Plan gerufen, die auf McMahon einreden, dass er Miss verzeihen soll, da sie auch bereit wären, ihnen ein Rematch zu gewähren. Was jedoch fraglich ist, ob Shane überhaupt dieses Rematch wolle. Schließlich wüssten die Usos genau wie Shane selbst, dass sie Miss eine Witzfigur, ein Versager und ein Schwindler sei. Er sei ein möchtegern Topstar mit drittklassigen Fähigkeiten. Sie schlagen McMahon vor, dass er sich für das Rematch nach einem anderen Partner umschauen sollte. Aber Shane ist für Miss in die Bresche gesprungen und warnt Usos davor, weiterhin seinen Partner zu beleidigen. Er hat das Angebot für das Rematch akzeptiert, bei dem Miss erneut sein Partner sein wird. Und er hat das Titelmatch für den Fastlane Pay-Per-View in Miss Heimatstadt angesetzt. Ja, das wäre das erste Segment. Schönes Segment an sich, weil es war klar, dass das nochmal weitergeht. Ich habe tatsächlich nur ein, sagen wir vielleicht anderthalb kleine Probleme damit. Denn mit welchem Recht sagt ein Shane, dass er die NXT-Stars zu sich eingeladen hat, wenn es vor, glaube jetzt schon 8 Wochen geheißen hat, wir haben keine GMs mehr. Da hat irgendein Writer Scheiße geschrieben. Berechtigte Frage, ja. In der Promo. Und das zweite ist, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, Miss sagt oder gesteht, er hat Shane ein bisschen benutzt. Ja? Sagt ihm aber dann 3 Sätze später, wenn jemand ein Match ansetzen könnte, dann doch Shane. Macht The Miz dann nicht gerade wieder genau das Gleiche? Ja, das ist eine gute Frage. Erst widerspricht er sich und dann sagt er, er soll das Match ansetzen. Naja, wenn sonst keiner was dazu zu sagen hat, dann kommen wir zum ersten Match. Da, den, wo wir nicht in der deutschen Fassung zu Gesicht bekommen haben. Aleister Black gegen Andrade. Da hat Aleister Black nach dem Black Mass gewonnen. Die Matchzeit waren 9 Minuten. Ja, ich fand es ein gutes Match. Ja. Man hat jetzt die NXT Stars auch bei SmackDown gehabt. Ja, warum nicht? Wie gesagt, ich hab ja immer noch die Hoffnung, dass es nicicht allgemein so wird, dass sie jetzt im Main Roster auftreten, sondern dass es einfach nur ein kleiner Hype darauf ist, dass sie irgendwann kommen, dass die auch noch bei NXT jetzt ein bisschen bleiben. Aber ansonsten fand ich, dass dieses ziemlich kurze Match allerdings ein sehr gutes Match war. Ja, das war echt ein gutes Match. Man hatte, wie gesagt, bei Raw jetzt nicht das so gute Match, will ich jetzt nicht sagen, aber bei Raw war es halt auf jeden Fall nicht so gut wie hier. Und Aleister Black gegen Andrade ist sowieso so eine Ansetzung, wo du dir denkst, ja, Mann, die können die Hütte abreißen. Jetzt auch mit der richtigen Crowd. Also ich war zufrieden mit dem Match und ja. Das ganze Match hat für mich eigentlich schon, beziehungsweise die Chemie zwischen den beiden hat eigentlich schon bei den Einzügen funktioniert, wie sonst was. Aleister Black kommt rein, zieht seine ganze Show ab im Ring und setzt sich dann einfach nur so in seinem typischen Schneidersitz hinten rechts in die Ecke. Dann kommt Andrade, macht einen riesen Aufstand, so von wegen, ich bin der Geilste, wie er das halt immer macht. Und dann siehst du ja immer, wie die Kamera einfach mal wieder zurückgeht und Aleister einblendet und er sitzt da, als würde er sagen, aha, und wer bist du jetzt? Von dem soll ich jetzt Angst haben? Und er sitzt und sitzt und sitzt. Und Andrade kommt in den Ring und er bleibt einfach kackenreich sitzen. Und erst in dem Moment, als Andrade anfängt, seine Jacke auszuziehen, bewegt sich Aleister überhaupt. Super verkauft. Richtig geil. Und hier in dem Match gab es dann so eine Szene, da muss ich später noch auf was anderes eingehen. Es gab von Aleister diesen Move, wo man das Gefühl hatte, ja, jetzt macht er wirklich den Sprung nach draußen, ja, und lässt sich dann quasi vom Ringseil zurückfedern und geht in seinen Signature-Sitz, wenn er anfängt, sich neben seine Gegner zu setzen. Behaltet das im Hinterkopf, denn da kommt später noch was, da will ich kurz drauf eingehen. Aber an sich fand ich es sau stark. Ja, also ich fand es auch ein relativ starkes Match von beiden. Dann kommen wir jetzt zu dem
nächsten Segment. Da haben Ciampa und Gargano das Match von Black natürlich verfolgt backstage. Und dann wurden sie von Kyla Braxton interviewt. Die Fans haben Johnny Wrestling Chants gestartet. Dann kamen The Bar hinzu und meinten, dass niemand Ciampa und Gargano kennen würde. Cesaro hat vorgeschlagen, dass sie zurück zu NXT oder Raw verschwinden sollen. Und dann hat Ciampa klargestellt, dass sie die Show übernehmen würden. Und Gargano hat nur hinzugefügt, dass sie nicht hier seien, um die Messlatte zu setzen, sondern um The Bar zu brechen. Und da haben Sheamus und Cesaro jedoch bloß ein müdes Lächeln übrig und verschwinden wieder. Dann sind ebenfalls backstage aufeinander getroffen AJ Styles und Jeff Hardy, die sich geeinigt haben darauf, dass jegliche Differenzen für den heutigen Main Event beiseite legen. Dann ist auch Kofi Kingston und seine Kollegen von New Day aufgetaucht. Unter lautstarken Kofi-Chants bietet Kingston seinen heutigen Partnern Pancakes an, um den Burgfrieden zu besiegeln. Am Sonntag seien sie zwar Gegner gewesen, aber heute müssten sie als Partner agieren. Und was hast du noch so schön gesagt, Daniel, mit diesen Pancakes? Ach ja, die Pfannkuchen am Ast. Auf so eine Scheiße kann auch nur New Day kommen. Wie kann man Pfannkuchen auf einen Ast stecken und mit dem Ast durch die Halle latschen und dann Pfannkuchen anbieten? Wer macht so? Wer hat das so vorgeschrieben? Den will ich mal wissen, wer das so ein lustiges Ding da geschrieben hat, dass die das auf dem Ast stecken sollen und mit den Pancakes rumlaufen sollen. Naja, ist ja Comedy. Während Big E sich hat tragen lassen, das darf man dabei nicht vergessen. Naja, aber immerhin noch besser, als das aus seinem Anzug rauszuholen. Ja, da ist was dran. Wer will denn schon so Pancakes, Pfannkuchen aus seinem verschwitzten Anzug haben? Also ich würde davon keinen einzigen essen. Naja, vielleicht werden die da erst gebraten. Vielleicht ist das ein vielleicht ist das ein Teflon-Anzug. Gut möglich. Na gut, haben vielleicht Luki und Marlon noch dazu was zu sagen? Zum Ciampa, Gargano, Bar, also der anderen Segment? Nee, tatsächlich nicht. Ich warte auf das Match. Gab's ja schon einmal nicht zu viele Sachen. Also, dann kamen wir zu dem Match. Gut, davor gab's ja doch das Match. Das war danach das Backstage. Dann kam das Match mit der DIY gegen The Bar, wo DIY nach einem Roll-Up gegen Cesaro gewonnen haben. Ich fand ein sehr gutes Match. Diese Sunset Flip Powerbomb oder was das werden sollte, sah relativ schmerzhaft für Champas Knie aus, aber mal sehen, ob es irgendwie Schaden genommen hat. Ich hoffe ja mal nicht. Ja, da kommen wir zu dem Match und ich fand auch wieder dieses Match sehr stark, was ja wahrscheinlich wieder an DIY liegt, aber auch daran, dass auch die Gegner keine Nichtskönner sind, vor allen Dingen Cesaro nicht. Von daher hast du da wieder ein gutes Match gebracht bei SmackDown, jetzt schon das zweite. Und ja, diese Sunset Powerbomb, ja, ich habe gedacht, hoffentlich hat er sich da nicht wieder verletzt. Das sah sehr, sehr schmerzhaft aus. Ja, es sah auch schon ein bisschen komisch aus, wie dieses Knie weggeknickt ist. Richtig schmerzhaft. Wir werden sehen, ob er sich verletzt hat oder nicht, aber ich glaube, so wie er weitergewesselt hat, hat er nochmal Glück im Unglück gehabt. Also ich muss zu dem Match sagen, ich fand es Weltklasse. Man hat wieder gesehen, dass beide was im Ring können. Man hat auch gesehen, dass Cesaro und Johnny Gargano, finde ich, zumindest eine richtig starke Chemie im Ring haben. Also gerne mehr davon. Dann noch zu Sunset Flip Powerbomb. Soweit ich jetzt weiß, wurden die Tapings am 20. aufgenommen und SmackDown war ja einen Tag davor. Das heißt, ich denke, Ciampa hat da schon Glück im Unglück gehabt. Und das hoffe ich auch, weil wenn Ciampa sich jetzt nochmal verletzt, geht wirklich ein wichtiger Leistungsträger bei NXT weg. Und das wäre schade, gerade für meine Ideen, was das WrestleMania-Wochenende angeht. Gut, vielleicht haben sie ja mit DIY auch noch irgendwie bei NXT Tag Team-mäßig was vor. Vielleicht kommt ja die lang ersehnte Reunion. Ja, wie gesagt, was mir noch aufgefallen ist in dem Match, weil wir von dieser vermeintlich verbotschten Sunset Powerbomb sprechen. Es gab da so eine Situation, wo ich dachte, Johnny, der Kick gehörte da, glaube ich, aber auch nicht hin. Und zwar war das eine Situation, wo er von, ich glaube, schon halb draußen nach drinnen getreten hat oder so ähnlich. Und ja, das Ganze dann quasi wirklich ins Leere ging. Und als dann der zweite angelaufen kam, ich glaube in dem Fall Cesaro, hat er denselben Move nochmal gebracht. Ich glaube wirklich, da war er im Kopf schon eine Situation weiter, dass dieser erste Kick schon gegen Cesaro hätte gehen sollen, aber da kam halt Sheamus angelaufen und ja, ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt war, aber sonst typische Leistung von Johnny Gargano und Tommaso Ciampa und was The Bar kann, brauchen wir nicht drüber reden.
absolut gerne mehr davon, auch wenn ich hier mal wieder eine Attire nachher in Frage stelle. Wer zum Geier ist auf die Idee gekommen, Sheamus und Cesaro in lila Höschen zu stecken? Also ich feiere ja auch diesen Entrance von Ciampa mega. Ja, aber diese Hose, die fahre ich furchtbar auch von Bar. Naja, sind halt irgendwie bunte Paradiesvögel neben New Day. Jede Woche was anderes. Ja, dann kommen wir auch zum nächsten kleinen Backstage-Bereich, wo sich Daniel Bryan in Begleitung von Ron und mit Randy Orton und Samoa Joe auch noch ein bisschen unterhalten hat vor dem heutigen Main Event. Das war's aber dann auch schon. Dann ging's wieder in den Ring, wo Asuka zum Interview bereit stand mit Kyle Braxton. Braxton zählt sämtliche Erfolge von Asuka auf, stellte aber auch gleichzeitig fest, dass sich die Fans mehr für die Raw Women's Championess Rousey interessieren würden. Dann hat sie Asuka gefragt, ob sie sogar vielleicht in Vergessenheit geraten sei. Die SmackDown Women's Championess stellt klar, dass sie bereit für ihre nächste Herausforderung sei. Sie hat Charlotte und Becky zur Aufgabe gebracht. Und nun wollte sie wissen, wer bereit für Asuka sei. Das war das Stichwort für Mandy Rose und Sonya Deville, wo folgendes Match zustande gekommen ist. Mandy Rose gegen Asuka, was jetzt Luki freuen wird, wo Mandy Rose nach einem Roll-Up gegen Asuka gewonnen hat. Aber natürlich gab es da auch wieder einen Auftritt von einer Lacey Evans, die ein bisschen für Ablenkung sorgen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob gegen Asuka, ja, ich glaube aber schon. Die wurde aber dann von Sonya Deville wieder aus der Halle geschickt. War auch ein gutes Match, aber ich glaube, entscheidender Faktor war, dass Lacey Evans rauskam und Asuka ein bisschen abgelenkt hat, dass Mandy Rose gewonnen hat. Ja, war ein Match, was ganz in Ordnung war. Ein paar schöne Aktionen drin. Und dann habe ich mich echt gefragt, ob die WWE noch alle Tassen im Schrank hat. Ob die das ernst meinen, dass die zum dritten Mal hintereinander den gleichen Gag bringen. Dass man Lacey Evans rausschickt, die einmal kurz die Rampe runterläuft, dann wieder hochläuft und verschwindet. Warum bringt man den gleichen Gag dreimal hintereinander? Das hat mich so ein bisschen aufgeregt. Ansonsten hat das natürlich dann Asuka ein bisschen abgelenkt und Mandy Rose konnte mit dem Einroller gewinnen. Ja, kann man so machen. Vielleicht geht ja Mandy Rose als nächste Gegnerin für Asuka dahin und vielleicht holt sie sich ja den Titel. Oder Lacey Evans wird die nächste Gegnerin. Wir können gespannt sein. Also ich fand das Match auch ziemlich gut. Ich glaube allerdings nicht, dass der entscheidende Faktor für den Gewinn von Mandy Rose Lacey Evans war, sondern ihre Schauspieleraktion. Was ist? Natürlich nicht. Nein, ihre Schauspieleraktion wegen dem Auge, das meine ich. Ja, klar. Das, was ich mich jetzt natürlich frage, kriegt Mandy Rose dadurch jetzt einen Titel mit? Ich hoffe es. Also freuen wird es mich. Ich hoffe, sie nimmt ihr auch den Titel ab. Ich habe Asuka satt gesehen, auch wenn ich sie gar nicht gesehen habe, aber trotzdem. Also grundsätzlich, Luki versteht das nicht falsch, das war jetzt wirklich nur Spaß, weil ich hätte auch absolut nichts dagegen und die Aktion war richtig cool mit dem Auge. Ich habe ja Asuka im Rahmen ihrer Abwesenheit auch schon in Ach, sie ist ja doch da umbenannt. Denn das, was ich gestern schon wieder gehört habe, da packe ich mir als wieder. Wir wissen, stand jetzt, es gibt kein Frauentitelmatch von SmackDown bei Fastlane. Ist nicht geplant. Und so wie es aktuell aussieht, wohl auch nicht bei WrestleMania. Dann schaff den Scheiß-Titel doch gleich ab. Mann. Das ist ja jetzt wie Nakamura. Das mit WrestleMania glaube ich nicht. Das mit WrestleMania glaube ich kein Stück. Weil bei WrestleMania irgendeinen Titel nicht auf die Karte zu setzen, ist ein richtiger Schwachsinn und Bullshit. Bis jetzt. Ich hoffe auch, dass da noch was kommt. Für Fastlane begründete man in dem Video tatsächlich ist es einfach noch damit, dass neben dem Raw-Titel halt der Tag-Team-Titel noch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen soll. Aber wenn sie es bei WrestleMania auch nicht auf die Kette kriegen, sich endlich mal wieder was Anständiges für Asuka einfallen zu lassen. Ja. Dann einfach Mandy Rose den Titel geben. Dann kann man sie auch bitte wegschicken, ehrlich. Ja, also ich glaube, das ist jetzt alles gesagt zum Match und die Vermutungen. Dann kommen wir wieder zu einer kleinen Backstage-Szene, wo Charlotte Flair über die kürzlichen Attacken von Becky Lynch bei der House Show und der Elimination Chamber spricht. Sie bezeichnet Lynch als selbstsüchtig und droht, dass Lynch bei einer weiteren Attacke verhaftet werden würde. Und wie man ja auf dem Bild, also unschwer, beziehungsweise in diesem Segment sehen konnte, sah Charlotte ihr Arm schon richtig blau aus. Da hat Becky ordentlich was angerichtet. Ja,
bei diesem Segment, was da kam, das ist für mich alles das Gleiche, auch wenn das Segment vielleicht gar nicht mal schlecht war. Ich war einfach froh, dass ich, wo ich SmackDown gesehen habe, noch nichts gegessen hatte, denn sonst hätte ich das alles wieder ausgekotzt und das wäre dann ziemlich ekelhaft geworden, von daher. Mehr will ich darüber auch gar nicht sagen. Ich habe einfach die Schnauze voll von der Scheiße. Nein, nein, behalte lieber mal dein Essen bei dir. Ich glaube, das will man nicht sehen oder erleben, wie da hier einer vor laufendem Bild oder Kamera oder sonst was das Essen wieder auskotzt. Vor allen Dingen hat es auch alles Geld gekostet. Das eben, das genauso. Gute, arme, teure Essen. Schon alles teuer genug geworden, wenn man so sich die Preise anguckt. Ja, und dann war ebenfalls noch Backstage The Miz zu sehen, der sich zu Shane McMahon begibt. Hat und ihn darüber informiert hat, dass Vater Miss das Titelmatch beim Fastlane Pay-Per-View in der ersten Reihe verfolgen wird. Ja, also ich denke mal, viel darüber gibt es nicht zu erzählen. So wieder eine kleine unnötige Szene, die hätte nicht sein müssen. Dann kommen wir zum nächsten Match. Vom nächsten NXT-Superstar Ricochet gegen Eric Young, dem Leader des vom Sanity. Das hat Ricochet nach 7 Minuten. Sehr kurzes Match, aber sehr gut. Und wahrscheinlich, glaube ich, auch ein schnelleres Match als bei Raw, wie Stanley sagt, wo Raw verhältnismäßig langsam war. Auch nach seinem 630 Centen hat er da das Match gewonnen. Und dieses 630 Centen sieht immer mega nice aus. Oh yeah. So, und hier kommen wir nämlich dann zu dem, wo ich sagte, dass ich da später nochmal drauf eingehen muss. Ist grundsätzlich super geiles Match, wie immer eigentlich von Ricochet. Es gibt nur eine Sache, die mich auch hier wieder stört. Warum musste der Gegner Eric Young sein? Ich meine, gefühlt ist es ja wirklich so, dass Sanity nur noch aus Eric Young besteht. Das kotzt mich dezent an. Warum setzt man nicht mal jemanden anders dahin? Vom Matchverlauf absolut gut. Und was mir halt aufgefallen ist, auch ein Ricochet hat denselben Move gemacht, den ich eben schon bei Aleister Black angesprochen habe. Er setzt an zu einem Topi Con Hilo, lässt sich zurückfedern vom Ringseil und landet im Superman Landing wieder in der Ringmitte. Also, ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Running Gag werden sollte, aber... Ich muss sagen, dieser Running Gag, den gibt es schon sehr, sehr lange. Denn das Gleiche hat er auch schon ein paar Mal bei NXT gebracht und auch in fast jedem seiner Indie-Matches hat er das gebracht. Ja, eher, aber dass das auch am selben Tag, am selben Abend vorher im Prinzip ein Aleister Black macht, war neu. Aber ein Aleister Black hat seinen Moonsault gezeigt und hat sich hingesetzt. Ja. Und Ricochet macht seinen Handspring Back, Handspring, Salto nach hinten. Deswegen, das ist ja was anderes. Hat vom Ablauf aber trotzdem gleich ausgesehen. Darum geht's auch nicht. Ich fand's halt nur sehr lustig und ein schönes Detail, dass beide NXT-Stars das halt so machen. Ja, aber das haben sie auch schon bei NXT gebracht, alle beide, von daher. Aber ansonsten will ich auch nicht mehr darüber sprechen. War in Ordnung, es war ein schönes Match. Aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir ein bisschen die Schnelligkeit. Ja, bei ja, Ricochet im Main Roster. Ja, ja. Schon klar, wenn der Ring nicht gelb ist, ist für dich alles kacke. Nein, Ricochet bringt seine Aktionen und auch Aleister Black bringt seine Aktionen. Es sieht alles gut aus. Sie sind ja super im Ring. Aber ist euch nicht auch aufgefallen, dass er im Main Roster nicht so schnell ist wie bei NXT? Bei SmackDown nicht. Bei Raw ja, bei SmackDown nein. Okay. Ich fand den bei Raw schneller als bei SmackDown. Na. Doch. Nee, aber lassen wir's. Also, ich fand das Match nicht schlecht. Jeder hat seine Spots. Ich fand's auch echt cool, dass Sanity mal wieder präsent war. Auch wenn es wahrscheinlich das einzige Mal sein wird in naher Zukunft. Aber jetzt so schlecht, wie es Marlo rede, fand ich's jetzt auch nicht. Ich fand's solide, konnte man machen, war ein gutes Match und ja. Ich habe doch gesagt, ich fand das Match ziemlich gut, aber ich habe einfach nur kritisiert, dass ich es schade finde, dass er im Main Roster langsamer ist als bei NXT. Ja, so genau über den Gegner kann man sich noch streiten. Andere sagen, wir finden es gut, dass Sanity wieder so präsent war. Daniel sagt jetzt genau das Gegenteil. Warum ausgerechnet einer von Sanity? Darüber kann man sich echt streiten. So, dann kommen wir wieder zu einem Backstage-Segment. Mal wieder New Day, die zum Interview mit Kyla Braxton bereitstehen. Diese bringt auch die beeindruckende Leistung von Kingston in der Elimination Chamber over, was zu einem erneut lautstarken Reaktion für Kingston führt. Xavier Woods stellt heraus, dass sein Partner 11 Jahre lang auf diesen Moment gewartet hat. Danach sprechen sie scherzhaft darüber, was es alles vor 11 Jahren noch nicht gegeben hat. Unter anderem sei Twitter gerade erst gegründet worden, wo Kofi Mania
gerade in den weltweiten Trends vertreten ist. Anschließend schickte Big E seinen Kollegen noch mit dem üblichen New Day-Intro auf den Weg in den Ring. Und damit startete nicht das Match, sondern hatte Daniel Bryan auch noch was zu sagen vor dem Main Event. Der WWE-Champion meinte nämlich, dass die Fans ihn in das Elimination Chamber Match gedrängt hätten, weil sie ihn den Titel verlieren sehen wollten. Er hat jedoch überlebt, weil er ein höheres Ziel verfolge. Dies sei es, die Fans zu erleuchten und zu erziehen. Sein erster Schritt sei dahin gewesen, dass die Fans über seinen Gegner bei Fastlane zu unterrichten. Er werde nicht seinen Gegner enthüllen, sondern viel eher mitteilen, wer nicht als Gegner in Frage komme. Nämlich alle anderen 5 Personen, die gemeinsam mit ihm im Ring stehen, die er bereits am Sonntag besiegt hat. Und damit hat dann das Main Event gestartet, das Six-Man Tag Team Match mit AJ Styles, Kofi Kingston und Jeff Hardy gegen Daniel Bryan, Randy Orton und Samoa Joe, wo Kofi Kingston den Sieg für sein Team geholt hat, indem er Daniel Bryan nach dem Trouble in Paradise besiegt hatte. Gutes Match, aber diesmal war es auch, glaube ich, nach dem ersten Trouble in Paradise schon Schluss. Da ist jetzt wieder die Frage, wieso ist er beim Chamber so oft ausgekickt und wieso darf er bei SmackDown nach einem Trouble in Paradise nicht mehr auskicken? Naja, so oft ist jetzt auch übertrieben, das war ein Trouble in Paradise beim Elimination Chamber. Ich fand das beim Chamber auch gar nicht schlecht. Na gut, er hatte aber mehrere SOS und ich glaube 2 Trouble in Paradise waren es. Nein. Der erste war gegen Randy Orton und der ging durch. Lässt sich aber durchaus erklären, und zwar indem man einfach sagt, auf Elimination Chamber hat man sich entsprechend vorbereitet und jetzt ist es einfach schon wieder 2 Tage später. Das ist einfach der Fitness ein bisschen geschuldet und schon hast du es erklärt. Für mich ist das Match in 1,5 Sätzen abgearbeitet. Man hätte es so, wie es war, nicht gebraucht, sage ich ganz ehrlich. Da hätte man Kofi in einem Singles-Match genauso gut darstellen können. Einzig positiver Faktor war dann das, was daraus resultiert ist, dass nämlich Shane gesagt hat, okay, er hat es wieder getan, also wird auch dafür belohnt. Und wir kriegen unser Titelmatch Daniel Bryan gegen Kofi Kingston. Mega gut, den Rest braucht man nicht. Ich möchte aber kurz noch was korrigieren, was du eben gesagt hast bei dem Sanity-Ding. Mir geht es nicht darum, dass es Sanity an sich war. Mir geht es darum, dass es ausgerechnet Thun wieder Eric Young von Sanity ist. Sanity hat noch 2 andere, die hätte man auch mal da reinsetzen können, das meinte ich. Ja, zum Beispiel ein Alexander Wolf. Aber bei Sanity ist das ja auch so eine Geschichte, weil die tauschen sich ja öfters hin und her. Bei denen weiß ich auch nicht, wer ist der Signalschwester von den 3 und wer ist im Tag Team. Mal sind es der, mal ist es der. Ja, ich wollte es auch nur gerade nochmal klarstellen. Wir sind jetzt aber bei dem anderen Match. Ja, genau. Und am Ende vom Match kam dann Shane raus und hat halt dann gesagt, dass Kofi eine weitere Chance auf den Titel erhält. Vielleicht gewinnt er ja auch beim Fastlane in den Titel. Ich gehe davon zwar nicht aus, aber vielleicht kommt ja dann ein gewisser Kevin Owens zum Beispiel, der ja in dem Video Schnitt 5 Raw angekündigt hat, dass er in ein paar Wochen auftauchen wird. Aber wir werden ja sehen, ob es ein Kevin Owens auftaucht oder nicht. Also für mich ist das Match auch in 2-3 Sätzen abgeschlossen. Ich fand das Match ziemlich gut. Was heißt ziemlich gut? Ich fand es nicht schlecht, aber ich hätte es auch nicht gebraucht. Man hat halt zu viele Wrestler im Match gehabt, die da eigentlich nicht hätten drin sein müssen, wie Styles und Hardy oder Randy Orton. So ein Singles-Match zwischen Kofi Kingston und Daniel Bryan hätte es auch getan. Aber mit dem Ende bin ich auch zufrieden, dass Kofi jetzt endlich mal sein Spotlight bekommt, das er verdient, auch wenn es das eigentlich wahrscheinlich das Spotlight von Mustafa Ali war. Ich hoffe, dass er den Titel gewinnt. Ich glaube es allerdings nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass Kevin Owens dann gerade da rauskommt, sondern er soll für mich zu Raw und da mit Bobby Lashley oder sowas sein Ding machen. Aber keine Ahnung, bei SmackDown finde ich, wie gesagt, irgendwie unlogisch. Zumal er ja zuletzt bei Raw war und bei SmackDown rausgeschmissen wurde noch. Aber die haben ja auch eine Geschichte. Deswegen könnte er ja auch dafür sorgen, dass er den Titel verliert. Und so hätten sie dann auch einen Aufbau für das WrestleMania mit, wie man es vermutet, was zustande kommen könnte. Die schlimmste Befürchtung, die ich habe, ist, zumindest seit der Einführung des Hanftitels, stellt euch bitte folgende Situation vor. Kofi gewinnt den Titel. 3 Wochen später haben wir einen Titel aus Pfannkuchen. Oh mein Gott, nee, den will ich gar nicht sehen. Ein Pfannkuchentitel, ja, warum nicht? Aber dann bräuchten sie mehrere, denn so wie ich den New Day kenne, wäre der nach 10 Minuten schon aufgegessen. Oder? Vor allem ein Big E, der kann sich da bestimmt nicht satt essen und dann futtert den ganzen auf. Aber es kriegen sie schon hin, dann so einen neuen Pfannkuchen basteln. Dann einfach mal ein paar Pfannkuchen zusammengeklebt und keine Ahnung. Aber bitte nicht.
Wer braucht schon Pfannkuchentitel? Hofi, der Pancake-Champion. Ja gut, wenn man jetzt nichts mehr zu sagen haben, dann kommen wir jetzt zu NXT. Yay! Gleich mit dem Match Aleister Black gegen Roderick Strong angefangen hat. Ich finde, es war ein richtig gutes Match. Das Ende wieder mit dem Black Mass natürlich. Der kam, ja, was war sozusagen mal richtig aus dem Nichts. Ja, da hat man aber wieder auch was... Sagen, Roderick Strong, der blüht bei der Undisputed Era echt auf. Ja, da hat man jetzt wieder das Match, was ich worauf ich gewartet habe. Man hat wieder jetzt einen Vergleich von Aleister Black. In diesem Match war er wieder unglaublich schnell. Bei SmackDown und Raw nicht ganz so. Haben wir wieder den kleinen Vergleich. Aber ansonsten, richtig starkes Match. Und aus welcher Position bitte Roderick Strong überall einen Backbreaker zeigen kann, das ist unglaublich. Und natürlich die Kicks von Aleister. Super. Ja, der Aleister Black ist so ein kleiner A-Lister. Kleiner Witz am Rande. Ja, am Ende kam der Black Mass aus dem Nichts und dann kamen ja noch Bobby Fish und Kyle O'Reilly und wurden auch noch mal kurz vor allen Dingen Kyle O'Reilly. Und Adam Cole. Alle drei, der alles fühlt da war. Den habe ich gerade vergessen. Wurde ja noch Kyle O'Reilly mit einem Black Mass begrüßt und dann kam ja noch Ricochet und hat Aleister Black geholfen. Ja, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Auf jeden Fall ein starkes Match. Also, ich fand das Match auch ziemlich stark. Vor allem Aleister Black und Roderick Strong haben, finde ich, eine richtig gute Chemie im Ring zusammen. Deswegen bin ich da auch echt gespannt, ob es da vielleicht in der Zukunft auch weitergeht. Man weiß ja, dass die Undisputed Era im Dusty Rhodes Classic sein wird. Vielleicht sind Aleister Black und Ricochet auch drin jetzt nach dem Save. Das ist so das, was ich denke. Und vielleicht ja auch die Gegner gleich von der Undisputed Era. Da muss man dann abwarten. Aber... Ja, ich fand das Match nicht schlecht. Man hat endlich einen Aleister Black, der wieder schneller agieren konnte. Vor allem, er hat ja auch wieder seine Knee-Combination gezeigt und da fällt mir jedes Mal aufs Neue drauf auf, wie schnell er den einfach durchzieht. Es ist unfassbar. Und der Black Mason aus dem Nichts. Gutes Finish, gutes Match. Perfekt. Was soll ich da groß zu sagen? Das ist einfach, was das angeht, herrscht bei mir und NXT so eine Hassliebe. Einerseits frage ich mich halt immer, warum gibt es diese Matchqualität nur bei NXT? Dafür hasse ich es, dass es quasi so exklusiv ist. Aber andererseits ist es halt wirklich, du kannst mittwochs NXT anmachen und du siehst das erste Match. Das Match ist zu Ende und du fragst dich, alter Falter, was kommt da jetzt bitte noch? Wenn das schon so geil war. Dafür liebe ich es dann wieder. Das ist einfach, oh Mann, das ist voll schwer. Ja, dann kommen wir zu einem kleinen Videoabschnitt, wo man sieht, wie sich Shayna Baszler und ihre zwei, Marina Shafir und Jasmine Duke im Performance Center mit mehreren Damen angelegt haben und deutlich gemacht haben, dass sie an der Spitze stehen. Dann hat noch Bianca Belair in einem Video erklärt, dass sie ihr Match gegen Shayna Baszler gewonnen hätte, wenn die Ringrichterin nicht ausgenockt gewesen wäre. Daher wird sie auch nicht zusehen, wie eine Io Shirai oder ihre kleine Freundin Kairi Sane sich an ihr vorbeimuggeln und vor ihr dieses Titelmatch erhalten. Und wenn wir schon dabei sind, nennt sie sich deshalb auch noch mental weiterhin undefeated. Dann folgt wieder ein kleiner Rückblick auf die Ausgaben von Raw und SmackDown, wo bekanntlich Ciampa, Gargano, Ricochet und Aleister Black ihr Debüt im Rennroster gegeben haben. Und dann wurde bekannt, dass auch in diesem Jahr ein Dusty Rhodes Tag Team Turnier stattfindet, wo in zwei Wochen die ersten Erstrundenmatches stattfinden und das siegreiche Team bei NXT TakeOver New York vor WrestleMania gegen die Tag Team Champions von NXT, die Raw Raiders, antreten dürfen. Also mal ganz kurz noch zum Segment von Marina Shafir und so weiter, fand ich irgendwie unnötig. Weiß ich warum. Ich brauche das nicht. Bei Bianca Belair. Gute Promo. Muss man ihr echt lassen, auch wenn ich irgendwie nicht so viel von ihrem Gimmick halte. War das schon eine echt gute Promo. Auch vielleicht ein bisschen unnötig, da jetzt noch weiter an der Fiete draus zu machen. Aber da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht wird sie ja nochmal Herausforderin und nimmt ihr dann endgültig den Titel ab. Vielleicht wird es aber auch eine Io Shirai oder Kairi Sane. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und beim Dusty Rhodes Tag Team Classic bin ich echt gespannt, wer das gewinnen könnte. Ich könnte mir jeden Einzelnen, der da antritt, zumindest die momentan bekannt sind, gegen die Warriors das vorstellen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auch gespannt, wie das da weitergeht und hoffe, dass da der Richtige gewinnt. Ich wäre ja vielleicht für die Forgotten Sons oder so. Ja, dann nenne ich mal jetzt die vier Teams, die schon feststehen. Das ist einmal die Undisputed Era, Bobby Fish und Kyle O'Reilly, das altbekannte
Tag Team wieder. Fabian Eichner und Marcel Bartel, die European Union. Dann die Forgotten Sons, Steve Cutler und Wesley Blake. Und die Street Profits, Angel Dawkins und Montez Ford. Die anderen vier wird man in der nächsten Woche bekannt geben. Ja, Malu oder Daniel noch was zu sagen? Nö. Nee, außer, dass ich das auch ziemlich gut fand, habe ich da auch nichts weiteres mehr zu sagen. Und dass die Promo von da mit der, dass diese Einspiele mit Basler oder wie sie alle heißen, unnötig war. Ja, dann kommen wir zu dem Match. Mia Yim gegen Xia Li. Was Mia Yim nach einem modifizierten Eat Defeat gewonnen hat. Nach dem Match kamen dann die eben schon angesprochenen Shayna Baszler, Jasmine Duke und Marina Shafir zum Ring und attackieren die beiden Damen. Lacey Lane, Jessie Eleven und Meety Jenkins, keine Ahnung, wer das alles ist, habe ich noch nie gesehen, wollen dann noch den Safe machen, doch auch sie werden von den drei Herrschaften, von den drei Damen abgefertigt. Also von und dann hat sie triumphiert mit ihrem Titel. Von mir aus zu dem Match noch ein ziemlich kurzes Match mit 4 Minuten, allerdings auch echt ein schönes Match, muss man auch sagen. Man hat, denke ich, ein gutes Storytelling gehabt, gerade mit dem modifizierten Eat Defeat und ja, kann man, denke ich, öfter bringen. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wie das mit Mia Yim weitergeht. Vielleicht geht es da auch irgendwie Richtung Titel, das muss man dann abwarten. Und noch am Ende mit Shayna Baszler habe ich echt die ganze Zeit gesagt, bitte kommt es nicht Shayna Baszler, bitte kommt es nicht Shayna Baszler. Und dann kommt sie wirklich und ich hätte kotzen können. Ja, ich fand das Match auch ziemlich gut. Es war sehr kurz, aber muss ja auch nicht immer alles 20 Minuten lang sein. Man kann ja auch so ein gutes Match aufbauen, vor allem bei NXT. Ja, Shayna Baszler, das musste wieder nicht sein, fand ich. Ja, aber ansonsten, du hast gefragt, wer die anderen drei sind, die da den Safe machen wollten. Die sind von der WWE gesigned worden nach dem letzten Mae Young Classic und sind auch nicht allzu schlecht. Ja, mit dem Mae Young Classic habe ich mich ja nicht so auseinandergesetzt. Ich weiß ja bloß, dass da eine Toni Storm und Io Shirai drin waren. Ja, die waren da auch drin. Ich habe mir das Mae Young Classic jede Folge angeguckt, deswegen. Ja, vor allem hat Toni Storm ja auch gewonnen. Ja. Ja, das habe ich gesehen. Und die hatten ja auch vorher in dem Backstage-Segment waren die auch zu sehen, die drei. Deswegen hatte man das ja so ein bisschen aufgebaut, dass sie dann auch reinkamen. Also, ja, warum nicht? So bringt man dann nochmal andere vor die Kamera. So, dass man dann wieder ein paar, wenn wieder jemand hochgeht ins Main-Roster, ein paar neue hat, die direkt. Vielleicht gibt es ja da auch noch ein 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen Shayna Baszler und ihren zwei Damen gegen die anderen drei. Die wurden ja auch schließlich abgefertigt von den anderen, von den Horsewomen oder wie sie sie nennen. Aber Daniel hat, glaube ich, gar nichts zu mehr da hinzuzufügen. Nee, ich war mir nur nicht sicher, ob Manu noch was sagen wollte, weil er sein Mikro noch aufgelassen hatte und das klang auch gerade so, als fehlte noch irgendwas. Aber meinerseits, was soll ich groß erzählen? Das Match war echt gut anzugucken, aber das liegt auch daran, dass ich einen persönlichen Baby für Mia Yim habe. Und ja, ihr müsst mir das nicht sagen. Ich weiß, dass die was mit Keith Lee hat und ich glaube, auch wenn ich Mia Yim gerne auch als Mia Yam Yam bezeichne, würde Keith Lee mich wahrscheinlich aus dem Leben nehmen. Oder eigentlich wollte ich sagen, ich würde sie auch nicht von der Bettkante schubsen, während ein Keith Lee mich wahrscheinlich aus dem Leben schubsen würde, aber das ist okay. Ja, und Tia Lee hat mich schwer auch wieder an den Computerspielecharakter erinnert. Ich bin ja so ein kleiner Zocker vor dem Herrn. Wer noch die gute alte Street Fighter-Reihe kennt, hat gerade im Bewegungsablauf einiges wiedererkannt. War ganz witzig anzusehen, bis Tia Lee angefangen hat, irgendwelche Kung-Fu-Moves durchbringen zu wollen, wo ich mir dachte, falsche Sportart, aber gut. Schauen wir mal, was mit Mia Yam Yam jetzt als nächstes passiert. Ja, dann kommen wir zum nächsten Segment, wo man Johnny Gargano Backstage gesehen hat mit seiner Ehefrau Candice LeRae, wo man gesehen hat, dass sich Johnny Gargano auf seine Titelverteidigung gegen Velveteen Dream vorbereitet hat. Mäp, durchgefallen. Durchgefallen? Entschuldige, mach weiter. Ja, dann kam noch Tommaso Ciampa mit Goldie in seinen Armen hinzu und hat die Hilfe angeboten, aber Johnny hat dann erklärt, dass er die Hilfe nicht braucht, denn er hat bereits alles, was er braucht. Und dann war ein gutes Backstage-Segment. Vor allem, wenn man endlich mal Candice LeRae wieder gesehen hat. Das hat mich dann auch wieder gefreut. Und ich bin auch echt gespannt, wie es da weitergeht mit der Story. Man hat ja einen Johnny Gargano, der
gerade mit Tommaso Ciampa momentan irgendwie wieder so dabei ist, sich zu versöhnen. Aber dann auf der anderen Seite eine Candice LeRae, die komplett dagegen ist und alles versucht, das auch zu halten. Deswegen bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Ja, Backstage-Segment war das, was wir eigentlich inhaltlich schon seit Wochen so sehen. Ja, irgendwie hängen Ciampa und Gargano doch wieder zusammen. Dann gibt es Candice LeRae, die ihren Mann immer wieder sagt, du lass lieber die Finger von dem Typen, der ist nicht gut für dich. Was ich interessant an all diesen Segmenten finde, ist, dass man auch nach außen hin immer mehr eine Veränderung von Candice wahrnimmt. Ich glaube, das, was sie ihrem Mann versucht auszureden, ist gerade eigentlich genau das, was ihr passiert. Sie fühlt sich dann doch inhaltlich, glaube ich, langsam mehr dahin gezogen, als dass sie es scheiße finden. Ja, dann kommen wir jetzt zum, naja, wie würde es Daniel sagen, wenn er noch langsamer reden würde? Da könnten wir schon fast einschlafen. Zu dem Interview mit Matt Riddle. Oh Gott. Das Beste, was Matt Riddle in diesem Interview gesagt hat, ist sein Versprechen, dass er dafür sorgt, dass Brock Lesnar seine Karriere beendet. Ha, ha, ha. Ja, da hat er erwähnt, dass er froh ist, dass das Anhängsel Cassius Ohno ein für alle Mal losgeworden ist und dass er sich jetzt auf die wichtigeren Dinge konzentrieren kann, nämlich die Championships, und dass er sich jeden Titel holen wird, den er sich holen kann und niemand ihn dabei aufhalten kann. Ja, ich fand's ziemlich in Ordnung und ich finde auch ziemlich gut, dass er den NXT-Titel angesprochen hat. Vielleicht bringt man ihn ja, wenn die jetzt die anderen vielleicht zu WrestleMania ins Main Roster hochgehen. Dass er dann ins Main Event kommt, fände ich nicht schlecht. Aber noch ein Fakt hinterher, was ich am besten fand, ist, dass der Interviewer, ein ehemaliger Interviewer von der Indie-Szene und auch von Impact war, den ich schon immer gefeiert habe, da der das sehr gut macht und auch ein Multitalent ist und auch sehr gut booken kann. Denn er ist unter anderem einer derjenigen, der das großartige Gimmick von Matt Hardy erschaffen hat, mit Matt Hardy zusammen. Und ich fand super, ihn jetzt bei der WWE zu sehen. Aber Daniel, ich kann dich beruhigen. Sei froh, dass nicht alles gezeigt wurde vom Interview, weil man konnte in der Sendung nicht alles sehen, was er gesprochen hat. Sonst wärst du vielleicht echt noch eingeschlafen dabei, so lange er geredet hat. Ach, das war schon die gekürzte Fassung. Das war schon die gekürzte Fassung, ja. Ach du Scheiße. Da hat noch mehr erzählt, aber das haben sie nicht alles gezeigt. Aber Moment mal, er hat gesagt, er kann sich jeden Titel holen, den er will. Lasst bitte bei SmackDown schnell den Titel wechseln, sonst raucht er den wirklich. Ich glaube, so schnell kommt er nicht zu SmackDown. Naja, wir werden sehen. Bringen Vince nicht auf solche Ideen. Nicht, dass ihr dieses Video noch anguckt oder so. Den Podcast sich anhören. Na, nee. Lieber nicht. Und dann haben wir noch gesehen einen kleinen Einspieler auf die nächste Woche, wo mir Jim die Chance erhalten wird, Rache an Jenna Baszler zu nehmen. Was sie leider verlieren wird. Wovon auszugehen ist. Dann kommen wir davon zum wichtigen Teil. Bitte nicht. Lass sie einfach gewinnen und es damit endlich einen neuen Gegner aufbauen, der diesen euren Gesichtselfmeter den Titel endlich abnimmt. Dann kommen wir doch endlich zum wichtigsten Teil, dem NXT North American Championship Match, dem Main Event des Abends. Velvet Dream gewann gegen Johnny Gargano nach dem Purple Drain Maker. Das Match ging 20 Minuten, ja. Sehr schnell, sehr starke Aktion. Am Ende zeigen zweimal den Dream Valley Driver, wie Velvet Dream ihn ja nennt. Und danach den Purple Rainmaker zum Sieg. Ja, das war schon ein richtig nice Match. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich während dem Match da saß und gesagt habe, komm, Johnny, nimm den Titel und renn weg. Hat er leider nicht gemacht. Ich finde es einerseits gut, dass Johnny Gargano den Titel, beziehungsweise dass Velvet Dream den Titel gewonnen hat. Andererseits finde ich es aber auch irgendwie schade, weil er hat den Titel ja jetzt erst vor kurzem gewonnen. Aber vielleicht steckt eine Story dahinter. Ja, ich fand dieses Match auch sehr, sehr gut. War jetzt wieder ein Match bei NXT, was super war. Vor allen Dingen in dieser Ausgabe jetzt schon das zweite wirklich großartige Match und das dritte Match, was man sich wirklich angucken kann. Also unglaublich, was diese NXT-Ausgabe wieder geleistet hat. Und ein paar schöne Aktionen von dem Velveteen Dream. Sehr unterhaltsam auch im Ring. Im Endeffekt dann zweimal der Dream Valley Driver und hat mich so ein bisschen an die Aktion von John Cena erinnert, wie er ihn dann wieder hochgenommen hat zum zweiten. Dann der Purple Rainmaker, der Top-Wop, Elbow-Drop. Immer eine schöne Aktion.
Und dann gewinnt er den Titel, ja, ich würde sagen, verdient. Also aus meiner Sicht, ich sehe das Match wirklich mit zwei Augen. Das eine ist ein bisschen traurig, das andere nicht. Denn natürlich finde ich das Ergebnis schade und ich habe auch ein persönliches Problem mit dem Gimmick von Velveteen Dream. Das ist so das weinende Auge, das lachende Auge, weiß aber auch, was ein Velveteen Dream kann. Und von daher kann ich schon irgendwo mit dem Ergebnis leben. Was man Dream zugutehalten muss, ist, er ist so ein kleiner Mockingjay. Mockingjay, wer das nicht weiß, das sind Vögel, die alles nachahmen. Und wenn man diverse Einzüge gesehen hat, die er genutzt hat, natürlich bewusst, ich sage nur Velveteen Hogan, oder wie du gerade schon angesprochen hast, es erinnert sehr an dieses erneute Aufheben von John Cena. Er macht das halt unheimlich gut. Sachen von anderen für sich übertragen und unter Umständen sogar noch besser umzusetzen. Das meine ich jetzt nicht negativ, dass er irgendwie die Sachen klaut. Nein, er setzt einfach Dinge, die andere schon mal gemacht haben, neu für sich um und eben teilweise wesentlich besser, weil mir ist das auch aufgefallen. Und ja, wir haben einen neuen North American Champion. Muss mir vom Gimmick her nicht gefallen, vom Wrestlerischen hat das verdient. Und auch das Match war wieder völlig krank. Also kann man eigentlich nichts zu sagen. War eine zusammengefasste NXT-Folge, wie man sie eigentlich erwartet. Und das Schöne und andererseits auch Schlimme dabei ist, jede Woche aufs Neue erwarten kann. Ja, was die Fraktionen gezeigt haben, das war schon nice. Und dann gab es ja noch diesen Slingshot-DDT von Gargano, wo ich schon gedacht habe, das könnte das Ende sein, aber da kam ein Velveteen Dream nochmal raus. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt von allen drei Shows von den wichtigsten geredet. Und ich muss sagen, Raw war diesmal die beste seit Monaten. SmackDown war nochmal besser als Raw. Also unglaublich. Und NXT hat mal wieder total abgerissen. Also ich bin von dieser Woche her total zufrieden. So wirklich. Ich weigere mich zu sagen, dass SmackDown die beste Show war. Denn wir rotzen sonst immer über das Main-Roster ab und über die Hauptshows. Aber ich finde, unter Berücksichtigung, dass das Main-Roster auch nun mal ein bisschen anders arbeiten muss, als es NXT tut, weil es ein größeres Roster gibt, kann man es schon auf eine Stufe stellen. Ich wünschte nur, und da sind wir wieder bei dem Negativen, dass das Niveau einfach auch mal so bleiben würde. Kann man natürlich sagen, ja, das hat ja alles nur bei den Hauptshows funktioniert, weil NXT-Stars da waren. Möglich ist es, aber wir nehmen, was wir haben. Und ich fand alle Shows saugeil. Stärkste Woche seit anderthalb Jahren. Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Was man auch noch bei dem Match bei Gargano und Dream sagen muss, man hat gesehen, dass ein Ciampa nicht ganz so glücklich darüber war, dass Johnny Gargano den Titel verloren hat. Möchte Luki vielleicht noch seine Zusammenfassung bringen? Nee, man hat eigentlich alles gesagt, was man sagen konnte. Ich fand Raw ziemlich stark. SmackDown fand ich auch umso besser. Und NXT war sowieso, wie erwartet, ziemlich stark. Und auch die beste Show in der Woche. Deswegen, was soll ich da groß sagen noch? Würde ich sagen, machen wir Feierabend, oder? Zeit wird's. Ja, dann sind wir mit dem Podcast für diese Woche schon am Ende. Was heißt hier schon? Wir sind seit knapp... Ja, zwei Stunden. Seit knapp zwei Stunden dran. Ja, es gab ja viel zu erzählen, ne? Ja, gab's. Auch wenn es im deutschen Fernsehen nicht alles ausgestrahlt wurde. Ja, wir müssen da jetzt nicht drauf rumreiten, das war schlimm genug. Lass uns lieber Feierabend machen, die Leute wollen nach Hause. Soll ja auch nicht allzu lang für die Zuhörer werden. Eben. Also, macht es gut, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst ein Abo auf YouTube da, lasst ein Follow bei Soundcloud da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir geben uns jetzt wieder Mühe, dass die Folgen auch konstant regelmäßig und pünktlich kommen. Mir ist aufgefallen, dass ich letzte Woche beim Hochladen Mist gebaut habe und den falschen erst hochgeladen habe. Deswegen kam der aktuelle etwas später als geplant. Ander auf mein Haupt. Und wir hören uns nächste Woche wieder zum Podcast. Und macht's gut. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Hat wie immer Spaß gemacht, hier mit euch drüber zu reden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Daniel hat schon gesagt, wenn es euch gefällt, dann lasst einen Kommentar da, lasst auf YouTube auch gerne ein Like da und dann bis demnächst. Tschö. Ja, auch von meiner Seite aus hoffe ich, dass euch der Podcast natürlich wieder gefallen hat und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Shows fandet. Vielleicht fandet ihr ja nicht so gut, wie wir das tun. Da ist man ja immer offen, irgendwie
zu diskutieren oder sonst was. Deswegen schreibt gerne mal was und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und ciao. Ja, ich schließe mich den Worten an. Ich hoffe auch, dass euch der Podcast gefallen wird. Und dann vielleicht noch eine Sache. Wir sind uns noch nicht so einig, ob wir NXT UK mit aufnehmen sollen. Da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch noch mit dabei haben wollt. Ansonsten lasst ein Like da, ein Abo auf jeglichen Plattformen, wo es kommt. Und dann hört man sich nächste Woche wieder. Tschüss. Mir ist tatsächlich aber noch eine Kleinigkeit eingefallen. Euch dürfte aufgefallen sein, dass wir schon wieder nur zu viert waren. Es ist aktuell ganz furchtbar, alle fünf unter einen Hut zu kriegen. Und gerade ist es mal wieder unser Hergi, der über die Woche im Hexenhaus verloren gegangen ist. Hat vergessen, Brotkrumen auszuwerfen. Der ist schon wieder weg. Wir müssen den jetzt erstmal wiederfinden. Also wundert euch nicht, dass eine Stimme fehlt. Nächste Woche sollte er ja wieder da sein. Da hat er, glaube ich, dann die Macht, über den Podcast zu führen. Wenn ihn die böse Hexe nicht bis dahin aufgefressen hat, ja. die böse Hexe. Nee, die Hexe soll man nicht auffressen. Der wird noch gebraucht. So, ihr wisst Bescheid, macht es gut. Tschüss.